Los, jetzt. Super. Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Ja, wir sind wieder am Montagabend, 19 Uhr und die Wandelgespräche stehen wieder auf dem Programm. Die Wandelgespräche sind der Versuch, eine niedrigste, bedingungsloseste, allgemein offenste Kommunikationsplattform anzubieten, wo nicht aussortiert wird, wer irgendwelche Voraussetzungen erfüllt, wer zu irgendeiner Szene gehört oder man redet nur miteinander, um irgendeine spezielle Veranstaltung zu organisieren, sondern sozusagen der bunte Blumenstrauß, der buntestmögliche Blumenstrauß aller alternativ engagierten Initiativen und Personen. Und ja, wir reden miteinander, also alle können miteinander über alles reden, wie die Welt zum guten Wandel geführt werden kann. Und freundlich und liebevoll, sachlich so, tauschen wir uns aus. Das ist eigentlich der einzige Punkt, diese Rahmenvorstellung. Alle reden freundlich miteinander über den Wandel. Und ich habe schon öfters jetzt gesagt, für mich haben wir diese Zielsetzung dann besonders gut erfüllt, wenn sogar orientierungssuchende Kinder und Jugendliche sich hier gut aufgehoben fühlen würden und nicht überfordert würden oder einen Einstieg kriegen können in die Suche nach dem wahrhaftigen Wandel. Wandel von sich selbst, Wandel von der Welt, alles, alles gewandelt. Gandhi hat ja den schönen Satz gesagt, seid die Veränderung, die ihr in der Welt sehen wollt. Und ich ergänze das gerne mit, auch im gemeinschaftlichen Sinne und im systemischen Sinne, also dass vor allem der wichtigste Punkt auch erreicht werden kann, dass wir in uns und miteinander eine aufs Ganze verantwortliche Steuerung, eine Entscheidungsstruktur verwirklichen können, die solche Elemente dann wohl enthalten wird, wie freie Argumentekultur und Menschengeschwisterlichkeit, ja, und einen eben menschheitlichen Verantwortungskonsens. Okay, das mal dazu, was das Wandelgespräch ist und unter welchem Vorzeichen wir heute Abend wieder zusammenkommen. Wir machen es nach der Methode des Redekreises. Das heißt, wir haben dann gleich eine Reihenfolge. Also wenn noch weitere dazukommen, sich reinschalten ins Gespräch, werden die in die Reihenfolge mit reinsortiert. Jeder hat 4 Minuten. Er muss nicht reden, er muss auch keine 4 Minuten reden. Er kann es früher abgeben. Und nach den 4 Minuten, wo der Dylan ein Zeichen gibt, kann man das noch abrunden, seinen Gedanken. Und dann gibt man weiter. Und ja, also wir nehmen es auf. Das sage ich immer am Anfang auch. Aber es ist auch verschriftlicht in den Beschreibungen der Wandelgespräche. Jetzt, seitdem ich da diese technische Dimension mit dazugebracht habe, der Dylan sie ausführt, freundlicherweise. Ja, okay, das wäre dies. Wir haben heute einen neuen Dazukömmling, dem gebe ich dann gleich erstmal das Wort, damit er sich ein bisschen vorstellt und beschreibt, was hat ihn hergeführt und ob er vielleicht irgendwelche Ideen auch hat, worüber gesprochen werden sollte und so weiter. Das ist der Henning Papenburg, ist es, glaube ich, aus Peru, wo der mit Forschungsarbeit beschäftigt ist, aber das kann er dann auch gleich jetzt selber erklären. Die anderen lernt ihr kennen, wenn sie danach von Dylan aufgerufen werden. Damit will ich nicht noch mehr Worte machen und gebe erstmal an den Henning ab, mit dem ich übrigens schon so einige Sendungen auf OGitalk und so gemacht habe. Also Henning, du hast das Wort. So, jetzt ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend nach Europa. Liebe Grüße aus Peru und ich bin der Botschafter der physisch lebendigen Erde und lebe seit 8 Jahren in Peru. Ich habe hier in der Nazca-Wüste und in dem ältesten Denkmal auf der Erde oder Urkultstätte auf der Erde in Caral Forschungen unternommen zu den Symbolen in Caral und in der Nazca-Wüste der Spirale, die Form und Ausdruck und Denkmal für Leben und Licht sind. Das heißt, wir sind im Grunde genommen bei dem Kernpunkt, was uns alle ausmacht. Weil wir sind letztendlich komprimiertes Licht, komprimierter Geist, komprimierte Information in Form von Leben und Bewegung. Und das Licht in seiner Ausdehnung und Bewegung ist immer im Jetzt, im ewigen Jetzt, in energetischen Wandlungsprozessen eingebunden, wo also das Licht oder die Formgebung von Licht sich ändert. Und energetische Wandlungsprozesse haben 3 Ergebnisse. Leben kreieren,
Leben regenerieren oder Leben minimieren. Und letzteres ist ein Prozess durch Gewalt, die passiert. Und wir Menschen auf der Erde leben gewalttätig in einem System, das ein Gewaltsystem ist, wo die Menschen aber Probleme haben, diese Gewalt zu sehen, zu spüren, zu fühlen oder überhaupt zu erkennen. Und sie wissen noch nicht mal, was die Gewalt eigentlich überhaupt ist. Und dafür würde ich gerne heute ein bisschen beitragen, wenn sich die anderen Gäste vorgestellt haben. Ich hake mal eben noch ein, Henning, wenn du noch ein bisschen vielleicht eben diesen Hintergrund erklärst, was das für ein Forschungsinstitut ist, mit dem du da zusammenarbeitest und so weiter, wenn du magst. Ja, ich mag, ich kann das gerne machen. Also meine Forschung ist erst einmal Eigeninitiative aus mich selbst heraus, weil ich immer wissen wollte, was ist die Ursache von Gewalt. Und die Ursache von Gewalt hat mich also, wie gesagt, nach Peru geführt und hat mich letztendlich auch reichlich beschenkt. Für das ewige Leben, für die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dass ich also als ein Lichtwesen ein ewiges Leben bin. Und zwar nicht in der Vergangenheit und auch nicht in irgendwelchen zweidimensionalen Zukunftsdenken, sondern immer nur in dem Moment, dem Jetzt, dem Sein. Und zusammen, also durch meine Tätigkeit und durch meine Publikation, die ich gemacht habe, aufgrund meiner Forschung, die ich hier getan habe, ist auch das Kubabu-Institut Wuppertal auf mich aufmerksam geworden, hat sich bei mir gemeldet und der Leiter von dem Kubabu-Institut ist der André Genistet und er ist seit Jahren Mediator bei der NATO, der dafür sorgt, dass also die Kriege im Zaum gehalten werden, wenn wir das mal so sagen dürfen. Und momentan gibt es da auch viel zu berichten, weil auch wieder ein öffentlicher Diskurs der stillen Diplomatie auch öffentlich momentan existiert oder auch in Handlung ist. Gerade weil Russland ja wieder oder Ukraine wieder Säbelrasseln ist und er dort auch mächtig viel zu tun hat. Aber darüber im Detail mehr später. Alles klar, Dankeschön. Dann geben wir dem Dillen bzw. dem nächsten Redenden das Wort. Gut, das soll ich ja sein, wa, Dillen? Gut, ja, ich bin Luki, weil ich Peter Lukas Publikation, ja, ich habe auch mal ein Buch geschrieben, Utopia ist machbar, wo es um einen 20-Jahres-Plan geht hin zu einer besseren Gesellschaft mit sozialer Gerechtigkeit und Frieden für alle. Ist ja hochtrabender Untertitel, kannst ja downloaden, die anderen kennen das ja schon, aber für dich, Henning, kannst du downloaden unter utopia-ist-machbar.de. Und das ist auch so mein Ansatz, wo ich gerne mit Leuten diskutiere über eine andere, wie der Name auch schon sagt, diese Gespräche ist hier, Wandelgespräche, über eine andere Gesellschaft jenseits vom Kapitalismus, vom kapitalistischen System. Und da ist mein zentraler Punkt, dass wir dahin eigentlich nur kommen können, wenn wir Geld und Finanzsystem abschaffen. Und das habe ich auch ein bisschen beschrieben in dem Buch. Bin auch auf WeChange mit 2-3 Leuten verbunden, wo wir mal diskutieren, wo es eben aber ein bisschen spezieller eben um dieses Thema geht. Wie können wir dem näher kommen in einer Welt ohne Geld? Und mit uns auch mal statt am Montag. Also von da komme ich auch gerade. Und ja, ansonsten geht's mal gut. Freue mich nachher. Ach so, ganz wichtig. Geht mal bis 21 Uhr die Wandelgespräche. Ich verabschiede mich aber heute um 19.45 Uhr, weil ich noch einen persönlichen Termin habe, weil ich jetzt gerne Karten spiele. Das ist so eine Leidenschaft von mir, Doppelkopf spielen. Und da will ich mich halt mal verabschieden, ein bisschen früher. Und das hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, falls du nachher denkst, dass ich einfach weg bin, mit der jeweiligen Beitrag des Redners, sondern ist wirklich davon unabhängig. Das zeigt schon mal im Voraus, damit euch nicht wundert. Ja, und damit gebe ich weiter an, wer war der nächste Dillen? Du, Dillen oder Öffi? Sind wir noch zwei. Gebe ich weiter. Ja, vielen Dank. Dann drücke ich mal auf Start. Meine erste Äußerung ist eigentlich immer so ein Standardspruch, nämlich, dass ich sage,
Wo irre ich mich? Sagt mir, wo ich mich irre. Wo bin ich aus eurer Sicht ein Opfer einer Gehirnwäsche? Wo hat mich etwas manipuliert? Ich muss dazu sagen, ich trete ja hier auf mit dem Selbstbewusstsein, dass ich den Weltrat und die Next Scientists for Future vertrete und damit die Weltspitze naturwissenschaftlichen Denkens vertrete. Also mit einem sehr hohen Selbstbewusstsein. Aber zu dem Selbstbewusstsein gehört auf der anderen Seite dazu, dass ich immer offen bin dafür, wie sich's für einen guten Wissenschaftler gehört. Wo irre ich mich? Leute, sagt mir, wo ich Opfer einer Gehirnwäsche bin, möglicherweise durch sogar vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten der Gesellschaft. Aber das ist ja wieder eine Detailfrage. Ja, denn so könnte man ja dann auch ins Gespräch kommen, ne? Und dann, ganz wichtig war jetzt mir in den letzten Tagen, dass vielleicht für den Henning neu interessant, in Deutschland war eine Weltsensation. ZDF und Arte haben das erste Mal diskutiert, dieses teuflische Marktwirtschaftssystem, den Kapitalismus, Kapitalismus abschaffen, hier ist die eine Sendung, ist der Kapitalismus am Ende und so weiter, und den ersetzen durch Gemeinwohlwirtschaft, wobei nur eine von vier Varianten der Gemeinwohlwirtschaft, also nicht die beste, aber die populärste erwähnt wurde, die Gemeinwohl-Ökonomie nach Christian Felber. Und Christian Felber hatte zuletzt in den Nachdenkseiten zuletzt eine Sendung gehabt, wo er zeigte, dass er noch links geblieben ist, so wie Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, ihr Ehemann, die letzten Linken auf der Welt sozusagen. Und der Christian Felber hat gezeigt, dass er dazugehört. Er hatte mich gesagt, 30 Gründe, warum ich mich nicht impfen lasse. Und hat auch eine Rede gehalten jetzt bei der großen Demo in Wien, ja, und wo er schön sagte, ein Freund sagte mir, ja Christian, wo bist du abgebogen? Und dann sagt er, ja, bin ich abgebogen oder bist du abgebogen? Ja, und das heißt also sozusagen, der Punkt ist folgender, dass wir Naturwissenschaftler, wir linken Naturwissenschaftler sagen, der Staat ist abgebogen nach rechts. Auch die Antifa ist abgebogen in eine, für mich ist es eine Neuauflage der SS und der SA geworden, ja, weil sie quasi die neuen Volksschädlinge bekämpfen und bekriegen mit aller Gewalt. Und damals hießen die Volksschädlinge Jud, jeder weiß, was ich meine. Und heute heißen die Volksschädlinge Ungeimpfte zum Beispiel. Und die Struktur ist die gleiche. Das heißt also Christian Felber und die Gemeinwohlökonomie, und ich bin ja Vertreter der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future, also der GWO statt der GWÖ, halte die auch für tausendmal besser als die GWÖ, aber generell sind wir offen, über alle Varianten der Gemeinwohlwirtschaft bin ich offen zu sprechen, nur ihr sollt wissen, mein Herz hängt daran. Und ich werde jetzt nicht mehr die Zeit haben, die Gemeinwohlwirtschaft zu beschreiben, aber der Grundgedanke ist, Gutes tun zu belohnen zum ersten Mal in der Weltgeschichte. Und ebenso, dass mein letzter Satz dann, mein Hausarzt, mein Supermarktleiter und mein Restaurantleiter kriegen nur noch dann Geld, wenn durch ihr Wirken mein Leben bewiesenermaßen besser geworden ist in Bezug auf Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlfühlen und sogar auch in Richtung Wohlstand. Also das heißt, wenn mir Gutes getan wird, wird belohnt, sonst gibt's kein Geld mehr. Profite auf Kosten der Menschheit sind unmöglich, und ich gebe weiter an Öff, der dann sicherlich an den neuen Gast Anna weitergeben wird danach, wenn er sie, da ist also eine Dame, Anna ist gekommen, und Öff, du wirst sie auch dann gleich wahrscheinlich mit in deinen Beitrag einschließen, begrüßend, dass du sie informierst, worüber wir sprechen, nämlich über Wandelkonzepte. Ja? Ja, danke schön, danke schön, danke schön den Vorrednern. In der Tat, herzlich willkommen, Anna. Du bist gelandet bei den Wandelgesprächen. Hast wahrscheinlich Vorinformationen, vielleicht irgendwas gesehen bei Telegram, im Internet, bei YouTube. Wir versuchen, ein offener Gesprächsraum zu sein, nicht nur für Leute irgendeiner Szene mit irgendwelchen Spezialvoraussetzungen oder für irgendeinen speziellen Anlass nur,
sondern offener Gesprächskreis für alle. Also wir können hier können alle über alles reden, wie die Welt besser gemacht werden kann oder sich besser entwickeln kann. Und bis hin dazu, dass ich mich freuen würde, wenn sogar suchende Kinder und Jugendliche in so einen ganz offenen Orientierungsraum mit eingebunden werden könnten. Ja, das zum allgemeinen Rahmen. Im Bild gesprochen sage ich auch immer, wir wollen den bunten Blumenstrauß aller alternativen Personen und Initiativen zu so einem Talk einladen, zu der Möglichkeit so eines Talks. Ja, nach mir, also wir machen das im Redekreisverfahren. Jeder in einer bestimmten Reihenfolge kommt da dran, hat dann 4 Minuten Zeit. Muss man kann kürzer reden, man kann gar nicht reden, kann gleich weitergeben. Aber jeder bekommt dann die 4 Minuten. Wir nehmen die Sendung auf, damit die Menschheit auch was davon hat, was wir über den Wandel hier zum Besten geben oder herausfinden. Genau, und dann noch ein kurzer Einblick. Also aus den ersten Beiträgen heraus kann ich schon sagen, wir sind ein kleiner, aber spannender Kreis, wo alle schon ihre Forschungspublikationen hinter sich haben, also sogar mit wissenschaftlichem Anspruch an der Sache arbeiten. In meinem Falle, das kann ich da auch, wo wir das jetzt so ein bisschen jeder von sich gesagt haben, in meinem Falle, ich bin, kann man sagen, Gandhi-Forscher, habe mein Studium, Universitätsstudium mit einem Buch über Gandhi abgeschlossen, bin Theologe und Philosoph, also was diese akademischen Ausbildungsgänge angeht und habe danach einfach das gelebt. Also ich wollte auf keinen Fall mehr irgendwo an Hochschulen oder Bildungseinrichtungen in der Theorie versacken, sondern ich wollte es auf der Straße leben und in Kommune-Experimenten. Deshalb bin ich da los, mache das jetzt seit mehr als 30 Jahren und dabei bin ich natürlich erstmal leider, also es hätten auch da natürlich Wissenschaftler schon drauf anspringen können, aber das geschah eher nicht, sondern als ich zum Beispiel mit einer Frau und Baby im Winter in ein Naturschutzgebiet ging, um zu zeigen, dass man da auch ohne Heizung und so leben kann, da waren es mehr die Ämter, also in Sachsen, die Uniklinik, das Sozialministerium und was weiß ich, die sich darauf stürzten und die Medien, also Maischberger, Fliege, Nachtcafé, Stefan Raab und so weiter, haben mich durch die Talkshows gereicht und alle möglichen Fernsehsender dann von der Ostukraine bis CNN aus Amerika guckten vorbei, um Interviews zu machen. Ja, und zum Glück ist dann aber nochmal auch, wo ich mich ja die ganze Zeit quasi als lebendiger Feldversuch für diese Verantwortungsideen oder Gandhi-Ideale verstand, durch das Kennenlernen meiner jetzigen Frau, die da gerade ebenfalls ihr Studium abschloss, nochmal wieder eine ganz spannende wissenschaftliche Publikation auch entstanden. Es gab auch anderes zwischendurch, dass irgendein Sozialwissenschaftler seine Habilitation mit einer Schrift über mich, hauptsächlich über mich, Aussteiger, die ernst damit machen und so, zwischen, was weiß ich, Selbstverwirklichung und zwanghafte Selbstverwirklichung, nannte der das. Ja, und dann am Abschluss des Studiums meiner Frau kam dann noch ihre Abschlussarbeit und die hat sie auch aufgebaut auf einem Interview auch mit mir und das hieß dann Bildung für ganzheitliche Nachhaltigkeit beziehungsweise globale Verantwortung, globale Identifikation statt Bruchstücksdenken oder Vergeltung und da hat sich dann später auch ein Wissenschaftsverlag gemeldet, der die Arbeit dann noch größer rausbringen wollte. Das ist jetzt ein 517-Seiten-Buch im Bereich Humanwissenschaften. Und wer es lesen will, also im Fachbuchhandel kostet das dann, kann solch ein Buch 90 Euro kosten. Also man kann es kostenlos downloaden, wie andere Veröffentlichungen bei uns auf der Website unserer ganzheitlichen Bildungswerkstatt lilitopia.de, also lilitopia.de und dabei Veröffentlichungen. Ja, das mal zum Rahmen. Und wir sprechen eben heute im Moment also über diese Wandelansätze, die ein jeder von uns so mitbringt. Da hat sich jeder so ein bisschen jetzt vorgestellt und das beschrieben, womit er sich beschäftigt. Ich kann noch sagen, ich mache überall Kommuneversuche. Freue mich, dass der Dillen da in Köln auch so ein Kommuneversuch sein will. Und bin unter anderem beschäftigt mit dem Weiterleben lassen des Widerstandszeltcamps der Querdenker in Berlin. Also
dieses Zeltcamp, was ich mittlerweile Demokratiefürsorgecamp nenne. Okay, damit gebe ich den Redestab an dich ab. Ja, der ÖFF hatte jetzt wohl gemeint, Anna, du könntest jetzt dein Mikro entsperren und könntest 4 Minuten reden, bis zu 4 Minuten. Dein Mikrofon ist noch gesperrt. Ach so, ich dachte, jetzt ist jemand anders dran. Nein, du wärst jetzt dran, deine Ideen des Wandels zum Wandel zu erzählen, wo du Lösungswege für die Menschheit und für dich siehst und so weiter, ne? Ja. Das ist direkt jetzt so. Jetzt muss ich mich erstmal kurz sammeln. Also ich beschäftige mich ja auch schon ein bisschen länger mit Möglichkeiten, wie wir als Gesellschaft irgendwie anders zusammenleben können, in einem ganz anderen Rahmen als das, was wir jetzt tun, weil ich selber so ziemlich unzufrieden bin, wie sich das entwickelt hat. Und ja, da irgendwie auch ganz viele Schuldgefühle sind, ne, dieses privilegiert sein, also hier zu sein, wir haben keinen Krieg und nichts, es mangelt nichts, aber es basiert so vieles auf Ausbeutung und irgendwie, es wird viel gewaltsamer alles im gesamten Rahmen und irgendwie habe ich dann zum ersten Mal dann über diese Gemeinschaftsmöglichkeiten mich informiert, die ja überall quasi weltweit irgendwie hochploppen und alle irgendwie unterschiedliche Ideen oder utopische Ideen haben, wie eine Gesellschaft sein könnte oder eben auf bestimmten Ebenen. Ich finde das ja immer interessant, dass man sagt, so, es gibt Ideen, die aber nicht flächendeckend umsetzbar sind, sondern nur für bestimmte Regionen. Und genau diese Diversität brauchen wir, denke ich, auch insgesamt. Und ansonsten, also zum einen diese Utopien, die jetzt überall aufploppen, die wunderbar sind, wo ganz viele Menschen schon versuchen, diesen Wandel zu leben und zu integrieren und auch nach außen zu tragen. Und ich für mich persönlich habe gerade den Weg eingeschlagen, dass ich merke, es ist ganz viel erstmal in mir selbst, was ich wandeln muss, dass ich gar nicht erst in diesen Aktionismus gehen kann, obwohl ich es versucht habe, aber ich habe gemerkt, mit meinen alten Strukturen, die noch in mir so festgefahren sind, erschaffe ich wieder was Neues und ich erwarte dann von anderen Menschen, dass die doch bitteschön genauso denken wie ich, weil das ist doch so eindeutig und ich merke einfach, da muss in mir selbst ganz, ganz viel passieren und es muss sich wandeln und es muss auch ganz viel heilen, bevor ich das irgendwie nach außen tragen kann. Also damit beschäftige ich mich mit meiner eigenen inneren Transformation und ich merke, dass dadurch automatisch, dass ich mit Menschen in Kontakt komme oder irgendwie Menschen anziehe, mit denen ich ein ganz anderes Verhältnis leben kann, als das, was ich bisher gelebt habe. Das ist so ganz frei und fast schon radikal anders als vorher. Ein ganz krasser Punkt war diese gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, die ich ja sowas von genial finde, was aber auch schwer immer noch für mich zu etablieren ist, weil das einfach so eine krass andere Art und Weise ist, zu miteinander umzugehen oder überhaupt zu denken und das dann so zu etablieren im Alltag. Das allein ist schon so eine krasse Lebensaufgabe, die ich sehr, sehr spannend finde. Und zudem ist ja noch so ein bisschen dieses, was ich auch spannend finde, dieses anarchistische Grundkonzept nach dem Motto, jeder übernimmt Selbstverantwortung. Ne? Also du sollst nicht für mich sprechen, ich spreche für mich selbst. Und wo ist meine Verantwortung und was kann ich übernehmen, was kann ich tragen, um eben mein soziales Gefüge zu tragen und demnach auch das, was sich auf das globale Gefüge dann überträgt. Also das, diese Wertschätzung einzelner Menschen und dieses den Menschen einfach so sein lassen, wie er ist und einfach mal annehmen mit allem, was da ist, bedingungslos, das ist auch schon so ein ganz krasser Schritt. Und ich merke, im Alltag kann das gelingen und dann kann das wiederum nicht gelingen. Je nachdem. Piep, 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 piep.
Ach, sind schon 4 Minuten rum? Ja, das heißt ja nur, dass du jetzt die Sache rund machen sollst und langsam zum Ende kommen sollst. Bip, bip, bip bedeutet immer so langsam zum Abschluss kommen. Okay. Ja, naja, auf jeden Fall ist mein Ansatz jetzt gerade, wie gesagt, einfach der persönliche innere Wandel und der Wandel mit meinen sozialen Beziehungen zu den Menschen, den ich gerade ganz früchtetragend finde und mir persönlich ganz viel bringt. Ja, bevor ich mich jetzt wieder verblubber, beende ich das erstmal so. Danke fürs Zuhören. Ja, danke schön. Wer ist als nächster dran? Fangen wir wieder von vorne an. Ja, Henning, genau. Ja, also das Aktuelle, was momentan bei den stillen Diplomatie ansteht, bei der NATO und auch in den öffentlichen Gesprächen mit der NATO, ist, dass also mein Freund, der Andres, Friedensministerien errichten möchte und auch Komplexitätsobservatorien einrichten möchte. Kurzer Hinweis zur Tonqualität. Öff, besser noch dein Mikro aus, weil die Tonqualität ist sowieso ein bisschen schwach. Weiter bitte, Henning. Ja, danke. Die Einrichtung von Friedensministerien anstatt Verteidigungsministerien ist ein guter Gedanke. Sehe ich einen wunderbaren Nutzen darin. Das Problem ist allerdings, dass also die Gewaltstruktur, in der Ministerien und Staaten überhaupt aufgebaut sind, was sich momentan gerade jetzt in den letzten 2 Jahren durch Corona zeigt, weil Corona ist ja eigentlich auch nur eine Abrissbirne für das Gewaltsystem, was beendet werden soll. Damit also ein neues Leben wieder beginnen kann, ein freies Leben beginnen kann, und zwar für das menschliche Leben und nicht für irgendwelche Institutionen oder Firmen. Weil das Prinzip, das wir eigentlich haben oder was also die Gewalt auf diese Erde gebracht hat, ist ja eigentlich nur ein ganz minimaler Wandel, der vor 6000 Jahren passiert ist, dass das Bewusstsein der Menschen weniger geworden ist. Aber dieses Bewusstsein kommt jetzt nach 6000 Jahren wieder. Und das ist der Wandel, den wir auch aktuell erleben und auch uns bewusst werden, dass wir Wertigkeiten oder ich habe es in meiner letzten Sendung Natur in ihrem Wirken auf OrchiTalk damit gekennzeichnet, dass also Begrifflichkeiten, also unsere Sprache ist eigentlich schon ein Gewaltsystem, weil unsere Sprache in Form von Zahlen und Schriftform nur zweidimensional ist gegenüber dem lebendigen Leben, das dreidimensional ist immer. Und Sprache oder die Manipulation der Sprache, die eigentlich über die kosmische Kommunikation gelegt worden ist, die also vor 6000 Jahren weniger geworden ist, aber jetzt wieder in Anbindung über unsere 12 Sinnesorgane fühlbar wird. Für viele ist es schon fühlbar, für manche noch nicht, aber einige verstehen wieder oder spüren auch wieder, dass irgendwas im Leben hier anders läuft, als wie es eigentlich normal üblich sein dürfte für das Leben. Und meine Forschung hier in Peru hat eigentlich gezeigt, dass also die Spirale von Nazca und auch von Caral, die also eine der ältesten Urkultstädte auf der Erde sind, weitaus älter als 6000 Jahre, dass die kosmische Kommunikation, also die Information, die Licht in seiner Ausstrahlung mit sich bringt und auch wieder reflektiert. Das heißt also, die kosmische Kommunikation von Licht in seiner Information ist sowohl in der Ausstrahlung von Licht als wie auch in der Reflexion von Licht. Und das war also in der letzten Sendung, die ich in Natur in ihren Wirken auf OrchiTalk hatte, sehr deutlich geworden in der Rückwärtssprache, was die Carina Kaiser betreibt, die also Klienten hat, die
ihre Anliegen auf Tonband aufnimmt und das rückwärts abspielt und dann Botschaften zu hören sind in der Sprache selber, die also reflektiert. Und das ist sehr interessant, weil gerade diese Kommunikation, was im Grunde genommen, wenn wir wieder bewusster werden, Telepathie ist. Diese kosmische Kommunikation ist also, wie gesagt, überlagert worden von der Sprache, die wir jetzt sprechen, von der Schrift, die wir schreiben. Ja, schön. Dass also die Sprache in den 10 Geboten zum Beispiel, oder beziehungsweise die Sprache ist in der Dualität von Gut und Böse, also kraftvoll und nicht kraftvoll. Das Böse ist nicht kraftvoll. Und auch in der Negation, die Sprache, die wir in der Negation beschreiben, so wie es in den 8 von 10 Geboten ist, du sollst nicht, Punkt, 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 ich sage jetzt nichts. Das, was in die Welt kommt oder das, was in unser Leben tritt, ist letztendlich immer die Resonanz, also die Wiederholung von dem, was wir ausstrahlen. Wenn wir Gutes ausstrahlen, kommt auch Gutes zu uns zurück. Wenn wir Gewalt ausstrahlen, kommt auch Gewalt auf uns zurück. Und je intensiver das Licht jetzt wieder wird, weil wir uns mit der Erde und mit der Sonne wieder Richtung Zentrum der Galaxie bewegen, durch die 12 Sternkreiszeichen, wo wir so etwa 2000 Jahre pro Sternkreiszeichen brauchen. Und wir kommen also wieder in ein Bewusstsein, wo mehr Licht ist und wo wir auch wieder über unsere 12 Sinnesorgane eine Anbindung finden an die kosmische Kommunikation, an die Wirklichkeit. Nicht die Wahrheit macht uns frei, sondern die Wirklichkeit von wirklich wirkendem Licht. Und damit gebe ich erstmal weiter. Ja, bin ich ja wieder dran. Henning, ehrlich, ich habe versucht zuzuhören, aber ich muss zugeben, ich konnte nicht bei allen Sachen folgen. Will auf die Sachen der Wald eingehen. Das zeigt nicht ganz verstanden, warum nicht erst ab 6000 Jahren wir Gewalt haben. Nach meiner Ansicht nach gab es schon immer, wenn es halt um die Existenzbedingungen geht. Ich glaube, der Selbsterhaltungstrieb ist von jedem einzelnen Menschen oder von der Art ziemlich groß. Und von daher war, glaube ich, früher auch der Kampf um die Lebensgrundlagen, wie Wasser zum Beispiel oder Acker, sind ja Schlachten geschlagen worden, Kriege geführt worden. Vielleicht auch wegen Fortpflanzung, Frauenraub und sonst was alles auch eine Runde gespielt hat. Und für mich ist heute, was die Wald ausmacht, ist halt das Geld- und Finanzsystem, was eine strukturelle Gewalt ist. Und von daher lege ich auch so viel Wert darauf, an diesen Ast zu sehen, weil der für mich eben ein wichtiger Pfeiler des gesamtkapitalistischen Systems ist, das Geld- und Finanzsystem. Und wenn wir zu einer befreiten Gesellschaft kommen wollen, wo alle Menschen gleichwertig sind, natürlich immer verschiedene Eigenschaften und Fähigkeiten haben, das ist logisch, aber uns alle auf gleicher Augenhöhe begegnen und wertschätzen, dann denke ich, müssen wir dieses System, was genau das Gegenteil impliziert, durch Bildung, durch gerade NATO, Armee und so weiter, die verschiedensten Hierarchien, die da sind, wo also Macht von oben nach unten durchgegeben wird, per Kommando, per Gehorsam und Befehl. Aber wie gesagt, auch im Bildungssystem, wenn ich halt eine 6 habe in der Schule und du eine 1 bist, dann einfach der bessere Mensch. Und das entsprechend wertschätzt und sonst was. Und kriegst das entsprechende Einkommen, wo sich das dann nochmal verstetigt, diese Hierarchie. Und wenn wir davon weg wollen, zu einer, weil du jetzt angesprochen hast, Anarchie auch, nicht du, sondern ich glaube Anna, zu einer mehr herrschaftsfreien Gesellschaft, dann müssen wir, glaube ich, an dem Pfeiler massiv sägen. Und der hat nach meiner Meinung, wie gesagt, ich habe das nicht richtig verstanden, glaube ich, bei dir, der hat, wie gesagt, nicht mit Licht zu tun, sondern eben mit diesen kapitalistischen Strukturen, die eben auf Eigentum und eben auf dieser geldgeschichtlichen Finanzsachen basieren. Und deswegen ist mir eine Frage immer, oder mein Bestreben, wie können wir an diesem Pfeiler sägen?
Und da bin ich im Gegensatz zu, das hat man die letzte Diskussion, ne? Mit dem Individuellen oder dem Gesellschaftlichen, fängt es bei dir innen an oder ist das Äußere wichtiger? Da bin ich teilweise in anderer Meinung hier als an einen Diskutanten aus diesem Kreis. Aber ich fand das Kompromiss, sag ich jetzt für euch beide, die neu sind, fand ich letztes Mal ganz gut, dass es den und anderen nicht ausschließt, sondern dass es innen und außen gleichmäßig sein muss. Also, was Marx ja mal gesagt hat, das sei mir einflusst, das Bewusstsein ist richtig, aber umgekehrt ist es natürlich ohne Wechselwirkung. Wenn ich das entsprechende Bewusstsein habe, kann ich ja auch versuchen, das dahin zu ändern. Ja, und damit gebe ich weiter an Dylan, war der nächste, oder? Ja, und ich wiederhole noch in aller Kürze für die Anna noch das, was sie nicht gehört hat, nämlich, dass ich ja ganz kurz, ich vertrete ja hier die Next Scientists for Future und den Weltrat der Weisen, die den Anspruch haben, die Weltspitze des naturwissenschaftlichen Wandeldenkens zu sein oder der Wandellösung. Wir sind halt da als Naturwissenschaftler sicher ganz praktikable und kompetente Lösungen fertig zu haben. Und dazu gehört aber auch immer, dass ich sage, auch an Anna sozusagen, immer diese Aufforderung, Leute, sagt mir, wo irre ich mich? Wo irren wir Naturwissenschaftler uns? Wo sind wir einer Gehirnwäsche unterzulegen aus eurer Sicht und warum seht ihr das anders? Ja. So, jetzt mal zu einzelnen Punkten. Erstmal, deswegen lade ich ja auch zur Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd ein, weil wir dort alle Formen der Lebensform ausprobieren können, experimentell. Also sozusagen alles, was auch Öffi zum Beispiel experimentell befürworten würde. Wir machen ja auch gemeinsam Supervision dann solcher Gemeinschaften. Übrigens immer samstagsabends 20.15 Uhr in Talkform und jetzt 19 Uhr ist in die Wandelgespräche hier. Und am Samstag können wir das sogar umwandeln in ein Plenum von Gemeinschaften. Ja, also ein Plenum, wo die Konflikte bearbeitet werden, also Streitigkeiten, Spannungen dann auch, wo irre ich mich, wo irrst du dich? Und dann auch, sind alle rundum glücklich oder wo fühlt das Glück in der Gemeinschaft? Und ich bin ganz sicher, dass wir jetzt das Know-how haben, nachdem wir hunderte und tausende Gemeinschaften hatten, die nicht richtig funktionieren und die nicht richtig anziehend wirkten auf die Menschen, dass wir da jetzt endlich das Know-how haben, um das wirklich glücklich hinzukriegen. So, und dann, Anna hat vorhin gesagt, Altes in mir, das heißt bei uns Naturwissenschaftlern, die Marktwirtschaft in mir. Also was für vorteilbringende Irrtümer, welche Sparten der Gesellschaft habe ich im Kopf, die mich manipulieren und die den Sparten Profite bringen, mir aber Schaden bringen. Ne? Und zum Beispiel ist da das erste der 10 Gebote der Marktwirtschaft, wird bei uns so formuliert, du sollst nahe an der Monogamie leben. Denn wenn du zu viel Sex hast, bist du zu glücklich, dann kaufst du zu wenig. Dann shoppst du zu wenig. Und das oberste nicht bewusste Ziel der Evolutionsprozesse in der Marktwirtschaft ist, den Menschen das Glück zu rauben, also auch singen wird immer weniger, singen, musizieren, tanzen wird immer weniger, Massage wird immer weniger, Körperkontakt, Streicheleinheiten, Liebe, Sexualität, alles wird immer weniger, nur das Kaufen wird immer mehr. Und das ist das Prinzip der Marktwirtschaft aus unserer Sicht, naturwissenschaftlichen Sicht, die ja auch vielleicht eine Gehirnwäsche nur ist. Ne? Also und dieses erste der 10 Gebote, du sollst nah an Monogamie bleiben, das verhindert, dass die Leute zum Beispiel auch Gruppenehe-Experimente machen oder Polyamor leben oder polybisexuell leben und so weiter. Wir können bei uns in der Gemeinschaft Köln-Süd alles ausprobieren. Und der Öffi hat ja noch 10 weitere Locations in ganz Deutschland zur Verfügung. Ja? So, und dann hatte Thema Henning, Ursache von Gewalt. Bei uns ist es so, die naturwissenschaftliche Geschichte der Gewalt läuft so, dass vor 400.000 Jahren die Grundpfeiler der Marktwirtschaft erfunden wurden, Tausch, Ferntauschhandel und Markt. Und dass da dann die Waffenhändler ein Interesse hatten, also Geschichten erzählt haben, das sind die sogenannten vorteilbringenden Irrtümer. Das sind zufällige Geschichten, die aber darauf hinauslaufen, dass am Ende die Leute Angst bekommen und mehr kaufen. Zum Beispiel Geschichten von Überfällen, die gar nicht stattgefunden haben, aber die den Leuten quasi Angst machen und sie dann zum Waffenkauf bringen. Also wir wollen ich sag das nur ganz kurz nur noch,
Wir wollen quasi die Rüstungsfirmen umwandeln in Friedensfirmen durch die gemeinwohlwirtschaftlichen Rahmen-Dinge. Und zum Lucky muss ich sagen, ja, es ist gut, das Finanzsystem korrigieren zu wollen. Wir gehen halt nur so vor, dass wir erst das Wirtschaftssystem korrigieren wollen, weil das vor dem Finanzsystem erfunden wurde. Und dann gucken, welche Schäden das Finanzsystem dann immer noch anrichtet. Und dann korrigieren wir auch das. Ja? Also die Sendung im ZDF und Arte hieß ja, im ZDF hieß ja, ist der Kapitalismus am Ende? Kapitalismus abschaffen? Fragezeichen. Und das im ZDF. Ich gebe weiter an, der Nächste müsste Öffi sein und dann wieder Anna. Und dann wieder von vorne. Ja, danke schön den Vorrednern. Ich greife mal das heraus, was ich so am wichtigsten finde. Mal formal noch. Hier in den Wandelgesprächen, also gerade auch für die Anna als Neue, aber auch Henning, also wir hatten in der Vergangenheit so manche Konfliktprozesse. Kann man sich auch vorstellen, dass wenn man sagt, hier soll so ein ganz offener Gesprächsraum sein, Hauptsache die Leute reden freundlich und friedlich miteinander, aber ansonsten machen wir keine Voraussetzungen oder keine Ausschließlichkeitsmaßstäbe, sondern wer freundlich und friedlich über den Wandel reden will, der kann hierher kommen und es mit anderen, die auch diese Offenheit schätzen, kann er das versuchen. Und einer unserer Hauptkonfliktpunkte war dann der Kontrast zwischen Menschen, die sehr für nüchterne Rationalität und Wissenschaftlichkeit sind und Menschen, die sehr auch für Emotionalität oder sogar das, was man jetzt heute Esoterik nennt, sind. Also kann man sich ja vorstellen, wenn auf der einen Seite jemand sagt, ich möchte nur wissenschaftliche Evidenz, also Beweisführung haben, und der andere sagt, ich erzähle euch mal wieder was von meiner Offenbarungsquelle, die heute aus der fünften Dimension von Meister Marzioni mir gechannelt wurde, kann man sich vorstellen, dass das natürlich Spannung erzeugen kann im Gespräch miteinander. Aber unser Ansatz ist, freundlich, friedlich, offen füreinander sein und schauen, was kann man sich gegenseitig sagen. Inwiefern besteht da eine Möglichkeit, sich gegenseitig etwas Wertvolles zu sagen oder auch sogar Korrekturen anbringen zu können? Nicht im Sinne, besserwisserisch den anderen an die Wand zu nageln, sondern im Sinne, dass ihm das vielleicht ja auch ein Anliegen sein kann. Also für Dylan und mich zum Beispiel ist es ein hohes Anliegen, dass wenn Leute etwas sehen bei uns, was irgendwie verkehrt sein könnte, dann sehen wir das als einen ungeheuren Reichtum an, wenn man uns darauf hinweist und vielleicht eben auch Argumente vorbringt, wie wir Fehler verbessern können, Irrtümer beheben können und so weiter. Also hier soll nichts einander aufgedrängt werden, aber wenn die Offenheit da ist, vielleicht zu gucken, ja, ist da was, was der andere mir da so sagen kann, was vielleicht eben auch blinde Flecken oder Schatten bei mir erhellen kann, dann kann das geschehen. Damit komme ich zu dem, was inhaltlich gesagt wurde, also nach diesem Hinweis so auf die formale Rahmenbedingung hier in den Wandelgesprächen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich als Kern des Wandels ansehe, dass Menschen mit sich selber anfangen. Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, und das auch im Sinne von Gemeinschaft, von neuen Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen. Und die Entscheidungsstrukturen sehe ich als das Entscheidende an, dass man nämlich überhaupt danach gehen will, was im Ganzen vernünftig und verantwortlich ist. Die Verantwortung fällt nicht auf uns drauf wie der Regen. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Automatismen uns retten können, wenn wir das gar nicht verstehen, dass wir, also was Verantwortung bedeutet und das nicht wollen und uns dafür nicht einsetzen möchten. Also wenn wir da korrupt sind und irgendwelche Interessen eher verfolgen, die im Ganzen Schaden anrichten können, über Leichen gehen können, oder wenn da irgendwie die Konzernchefs jetzt sagen, also wir rechnen jetzt hier im Sinne von Wirtschaftswachstum und Profit, auch wenn das eben nach unserer Lebenszeit den kommenden Generationen die Lebensgrundlagen versaut. Diese Möglichkeit besteht für Menschen. Und damit es nicht eintritt, das erfordert, also vielleicht noch vieles andere, aber es erfordert auf jeden Fall auch, dass wir diese Gefahr und diesen möglichen Schaden verstehen und uns dagegen entscheiden und eine andere Steuerung wollen. Eine aufs Ganze gesehen verantwortliche Steuerung. Deshalb ist die Steuerung in uns, im einzelnen Menschen,
und die Steuerung dann auch in der Gemeinschaft, also die gemeinschaftlichen Entscheidungsstrukturen, das ist aus meiner Sicht eben so die Zentralsteuerung. Aber bei dem, was der Henning da angesprochen hat, mit den Nachhaltigkeitseinrichtungen, das sehe ich ja auch so. Also wir haben in den letzten Jahren mehrere Aktionen gemacht, gewaltfreie Aktionen auch, um Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen ins Geschehen hineinzubringen. 2015 haben wir hier in der Region Marburg, wo unsere Bildungswerkstatt ist, eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur gegründet, weil wir gemerkt haben, dass schwere Konflikte, also gerade auch wenn es um alternative, idealistische, politische Themen geht, dass bei schweren Konflikten es nicht gelang, wirklich gut effektive Konfliktklärungsstellen oder Hilfestellen einzuschalten. Und deshalb haben wir dann eben gesagt, ja okay, allein aus dem Grunde schon, also wollen wir unbedingt so eine Friedensagentur gründen. Und Nachhaltigkeitsagentur ist halt so der Überbegriff. Also ich teile da die Beschreibung von Henning, warum das was Notwendiges ist. Also wir haben das immer auf den Spruch gebracht, wir haben in der jetzigen Gesellschaft Arbeitsagenturen und Kriegsministerien, aber wir haben keine Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen. Das heißt, für die eigentlich wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben, die konstruktiven gesellschaftlichen Aufgaben, haben wir keine Organisationszentralen, wo das zusammenläuft oder wo die zuständigen Stellen in gebündelter Form existieren. Und für mich, als letztes noch, für mich ist das in der jetzigen Situation auch etwas, ja, wo ich eine ganz zugespitzte gewaltfreie Aktion vorhabe, wenn das mit Corona so weitergeht. Ich habe das im Laufe des Jahres schon vorbereitet, indem ich mit einem Mitstreiter in Berlin sind wir hingegangen und haben gesagt, wir möchten gerne gewaltfreie Aktionen so machen, dass wir nicht andere stören, also Straßen blockieren oder was weiß ich, sondern als konstruktive gewaltfreie Aktion, dass wir was schenken, was den anderen helfen kann. Und da sind wir hingegangen und haben uns vor den Reichstag, vor das Kanzleramt und so gestellt und haben gesagt, liebe Leute, wir sind hier, wir möchten euch ein Zusatzbüro für eure Amtssitze hier schenken. Und zwar ein Büro für eine korruptionsfreie Nachhaltigkeitsagentur. Wo ist die Ansprechstelle, an die wir uns wenden können? Oder habt ihr gleich einen Raum, den ihr uns zeigen könnt, wo wir die korruptionsfreie Nachhaltigkeitsagentur reinsetzen können? Also das haben wir schon im letzten Sommer gemacht, so als vorbereitende Aktion. Und mir schwebt sowas vor Augen wie, wenn sich das zu sehr weiter hoch eskaliert mit der Korruptionsregie jetzt des Corona-Regimes, dann müsste man auch die gewaltfreien Aktionen entsprechend hochschrauben. Und also dann würde ich, was weiß ich, nach Berlin gehen und würde sagen, Leute, alles gut und schön, wir haben im Sommer schon gefragt, jetzt muss ich hier den Reichstag oder das Kanzleramt stürmen, ne? Also stürmen in Anführungszeichen, indem ich ganz gewaltfrei und pazifistisch sage, ich muss jetzt hier reingehen und da dieses Büro einrichten. Da geht kein Weg dran vorbei, weil wir können es nicht hinnehmen, dass weiter alle Steuerungsbüros hier da so korrupt und nicht nach den besten Argumenten orientiert sind. Also spätestens dann würde ich meinen Gerichtsprozess kriegen, also wenn ich schon keine argumentativ-demokratische Klärungsstelle bekomme, um die Argumente jetzt hier im Corona-Kontext und allgemein hinsichtlich Verantwortung zu klären, dann hoffe ich, dass ich auf die Weise wenigstens die gerichtliche Klärungsstelle bekomme. Ja, das soweit und damit gebe ich weiter. Ja, super interessant. Was da zusammenkommt. Vielen Dank. Also ich finde diese Idee mit diesem, sag ich mal, Nachhaltigkeitsbüro dann im Parlament, das finde ich total cool, weil das mal so ein ganz anderer Ansatz ist, als das, was bisher so stattfindet. Und ich bin auch der Meinung, dass da definitiv mehr auch finanziell investiert werden müsste in Friedenskooperativen als jetzt in Aufrüstung. Ne? Also sobald es um Aufrüstung geht, schüttelt die Regierung fleißig den Geldbeutel und da wird um Milliarden aufgestockt, aber alles, was Friedenskooperativen angeht, die ja fleißig weltweit dabei sind, da wird wenig für getan. Und dann frage ich mich halt immer, warum passiert da so wenig, obwohl ja eigentlich, wenn man die Mehrheit der Bevölkerung befragt, eigentlich keiner Lust auf Krieg hat, aber die Regierung dann einfach fleißig weitermacht und wir dann weiterhin schön mit Konsum und Medien und Sonstigem abgelenkt werden, so nach dem Motto Brot und Spiele, wo ich wieder bei diesem Punkt der Verantwortung wäre. Also warum
ist das so leicht mittlerweile, die Verantwortung aus der Hand zu geben. Also ich glaube, mitunter in den westlichen Industrienationen ist es, also vor allem hier auch Deutschland und USA und Österreich, haben wir, also meiner Meinung nach, ganz krass schon die Verantwortung, die eigene Verantwortung abgegeben an Versicherungen, an, keine Ahnung, das machen die Banken schon, ach, und das machen die Politiker schon, und das, ne, das ist irgendwie alles reglementiert und reguliert und man muss selber gar nicht mehr so groß in die eigene Verantwortung gehen. Dann entsteht natürlich auch schnell so ein Ohnmachtsgefühl. Ich kann ja als einzelner Mensch gar nicht viel bewirken und gar nichts machen, und dann ist man in diesem Strom des Allgemeinen so gefangen, und das kann natürlich auch zu Resignation führen oder unter anderem auch deswegen, warum wir so schön weitermachen wie bisher mit der Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlage, ne? Wo ich halt auch immer bei mir gucke, wo gebe ich denn dann immer Verantwortung ab und wo komme ich nicht aus dem Quark, um mal irgendwie für etwas einzustehen oder mich für etwas einzusetzen oder irgendwas auch vertreten zu können. Also ich muss sagen, das gibt ja eigentlich wirklich so tolle, großartige Konzepte und Ideen, und manchmal finde ich das total schwierig, dann auch wirklich, also nochmal zu sagen, ja, das ist jetzt die Lösung für alles oder die Allgemeinlösung für alles, weil ich glaube, wir brauchen einfach komplett unterschiedliche Konzepte, die sich in bestimmten Bereichen dann etablieren können. Wenn ich so langfristig denke, was mich persönlich beschäftigt, weil ich ja aus dem pädagogischen Bereich komme, frage ich mich denn immer, was können wir denn irgendwie machen oder wie kann das so langfristig sich positiv ausrichten, wenn wir immer noch in diesem alten Bildungssystem festhängen, wo das eben danach geht, dass du bewertet wirst, dass dieses, naja, das Potenzial, was in jedem Einzelnen von uns schlummert, dass das irgendwie so unterdrückt wird und man auf eine Ebene quasi abgegrast wird und jeder eine bestimmte Leistung erbringen muss, jeder bestimmten Erwartungen ausgesetzt wird. Das macht ja vor allem mit den kleinen Kindern schon ganz, ganz viel, die Lebendigkeit zerstört. Ich glaube, unter anderem ist das auch der Grund, warum wir heutzutage in so einer Lähmung drin hängen, weil wir es einfach nie gelernt haben, in diese Verantwortung zu gehen, sich selbst zu spüren. Und ja, weiß ich nicht, einfach in dieses lebendige Netz des Lebens eingebunden zu sein. Mir scheint, wir sind da ein bisschen entkoppelt. Und dann frage ich mich immer, wie kann es uns gelingen, als Gesamtmenschheit oder vor allem in den Industrienationen, wie wir wieder diese Lebendigkeit herstellen können und mit der Lebendigkeit die Verantwortung für uns und unsere Lebensgrundlage. So, jetzt habe ich, glaube ich, ein paar Gedankensprünge drin, aber das kam jetzt einfach so rausgeblubbert. Ja, dann gebe ich mal weiter. Dann fange ich mal wieder an. Ich möchte erst einmal dem Dylan antworten auf seine Frage, wo er sich irrt. Wir irren uns alle, weil wir uns von der Matrix der Sprache, die wir sprechen, der zweidimensionalen Schrift und Zahlen, haben uns täuschen und blenden lassen über die wirkliche Kommunikation des Lichtes, was über unsere 12 Sinnesorgane wahrgenommen wird, aber keiner mehr wahrnimmt oder die letzte Zeit nicht wahrgenommen hat, was aber jetzt wiederkommt. Und die Gewalt in der Sprache, die wir sprechen, schreiben mit Zahlen, das hat auch Corona sehr deutlich gezeigt, was Zahlen bedeuten, die eigentlich nur eine Gewalt darstellen in einer zweidimensionalen Form gegenüber das Leben, das dreidimensional ist. Weil Zahlen sind zweidimensional. Es ist kein Leben, es ist nur eine Fiktion, ein Begriff. Genauso wie Worte Begriffe sind, aber nicht das wirkliche Leben, was zwischen dem Begrifflichen ist, was man erfahren kann, begreifen kann, was man spürt, was man lebt, was man liebt. Das ist ganz was anderes, das ist eine ganz andere Ebene. Und von dieser Ebene der Sprache
die in der Dualität von Wortbegriffen von Gut und Böse sowie in der Negation Du sollst nicht, wie in den 8 von 10 Geboten, wir derartig manipuliert worden sind über Jahrtausende, dass wir erstmal wach werden müssen und diese Gewalt in dieser Sprache erkennen. Darum geht es mir im Wesentlichen. Und die Gewalt in dieser Sprache zu erkennen, kommt daher oder ist ganz einfach letztendlich, wenn man sich eigentlich bewusst wird, dass die kosmische Kommunikation, also die natürliche Sprache von Licht, immer in Harmonie und im Gleichgewicht ist. Alles, was im Kosmos passiert, ist in Harmonie und im Gleichgewicht. Und jede Bedingung, die wir mit Unterschrift auf einen Vertrag setzen, bringt diese Harmonie und das Gleichgewicht in ein Ungleichgewicht. Und das ist der Anfang von Krieg. Oder das ist im Grunde genommen Krieg, Frieden und Paradies oder Harmonie sind 3 Wertigkeiten. Das Paradies haben wir in der Bibel gleich abgeschrieben durch die Sünden. Und die Sünden haben wir uns selbst erschaffen, indem wir uns Bedingungen erschaffen haben, die jeder aber mit seiner Unterschrift unter seinen Verträgen selber wieder lösen muss. Da kommt kein Jesus Christus, da kommt auch keine Regierung. Das muss jeder für sich selber wieder lösen und in die Einigkeit und in die Harmonie gehen. Das heißt, das Prinzip von Licht, was also Karal oder die Denkmalstätte von Karal auch letztendlich auch der Kernpunkt der Aussage ist, Licht komprimiert sich in Form von Information, in Form von Geist zu Leben. Durch Resonanz. Der gegenläufige Dekompression ist Korruption, ist Dissonanz. Das sind 2 verschiedene Prozesse, die einmal Leben erzeugen oder Leben kreieren und auf der anderen Seite Leben minimieren. Und zwischen diesen beiden Prozessen wirkt die Gewalt der Dissonanz. Und die Dissonanz haben wir in der Sprache, dass also mittlerweile selbst bei der NATO ein Diskussionsthema ist, dass also die Sprache der Politiker in der Negation oder auch von anderen eine gewisse Gewalt enthält und mit zweierlei Maß gemessen wird. Und die Gewalt dieser Sprache, die dürfen wir einfach erkennen in der Negation und auch in der Wertigkeit. Ist es etwas Gutes, ist es etwas Kraftvolles an Begrifflichkeiten oder ist es etwas, was eigentlich gar nicht da ist, was gar nicht existiert? Ja, dass man einfach nur eine Dualität zu etwas Gutem geschaffen hat. Und wie gesagt, dieses Prinzip zu erkennen oder beziehungsweise das kosmische Gesetz wieder achten, also aus Ursache und Wirkung, aus Saat und Ernte, was kosmische wirksame Gesetze sind, dass wir die wieder achten, anstatt irgendwelche Gebote. Und es ist nur ein Gesetz, ein wirksames Gesetz, das wir wieder achten müssen. Und das ist ein Harmoniegesetz. Und wenn diese innere Harmonie bei einem selber nicht vorhanden ist und selber nicht achtet, dann bringt es auch nichts, dass ich mich in ein Friedensministerium setze oder in ein Komplexitätsobservatorium oder Projekte vom ÖFÖF setze, wenn ich auf der anderen Seite passiven Krieg weiterführe. Ja. Und der Wandel ist jetzt eigentlich, dass wir erkennen dürfen, dass Frieden eigentlich nur Pause vom Krieg ist oder passiver Krieg weitergeführt wird. Und dass das wirkliche Ziel der Wandel, das Paradies, die Harmoniegesetze des Lebens sind. Und in meinen nächsten 4 Minuten gehe ich dann nochmal näher drauf ein. Ja, ganz kurz der Hinweis, weil ÖFF uns ja nicht sieht, mache ich diesen technischen Hinweis, dass der Lucky, der ja gesagt hat, dass er sich kurz vor 8 leider verabschieden muss, ausnahmsweise mal heute, der ist jetzt nicht mehr dabei, also bin ich dran. Und zweiter Hinweis,
ja. Ach so, das Mikro ist, glaube ich, noch an. Das Mikro noch aus. So, dann mache ich jetzt meinen Beitrag. Ja, also der zweite technische Hinweis ist folgender, dass eben ja, dass wir uns also anhören, wo andere meinen, dass wir uns irren. Wenn es uns überzeugt, ändern wir unsere Einstellung. Wenn es uns noch nicht überzeugt hat, können wir ja nichts anderes machen, als das zu vertreten, was wir nach wie vor dann für Wahrheit halten, auch wenn es vielleicht auch ein Irrtum ist, ne? Ja, und was ich halt immer noch für Wahrheit halte, ist also diese, dass ich jahrzehntelang eben Naturwissenschaft studiert habe und mir die besten Naturwissenschaftler der Welt mich unterrichtet haben. Und ja, und da ist sozusagen die Evolution der letzten, wir untersuchen die Evolution der letzten, zum Beispiel besonders stark die Evolution der letzten 13,8 Millionen Jahre in der modernen Biologie, Paläoanthropologie, Paläobiologie und was auch immer. Und da sieht das dann so aus, dass wir diese ursprüngliche Gewalt hatten, so Gewalt, wie sie Löwen tun, Löwen töten Rivalen, Löwen töten Kinder, ja, zum Beispiel. Und Gorillas. Da haben wir zwar die Filmaufnahmen noch nicht, aber auch Gorillas töten mit ihren riesigen Eckzähnen andere Gorillamänner. Und wenn sie ein Rudel erobern, ist es zu vermuten, dass sie auch die Kinder töten als erstes. Ne? Und das sind so Ursprungsformen der Gewalt, die aus naturwissenschaftlicher Sicht in der DNS begründet sind. Denn die DNS wird heute von den Naturwissenschaftlern ja so beschrieben, dass sie sagt, hier, ich, dein Genom befiehle dir, du Körper, schieße mich in die Zukunft hinein, in Form von Kindern, Enkeln, Urenkeln oder Verwandten und räume alles Störende aus dem Weg im Zweifelsfall. Ja? Und das hat früher zur Gewalt geführt. Und dann hatten wir und die Bonobos den sogenannten Bonobo-Kommunismus entwickelt. So sehen wir Naturwissenschaftler das, Panpaniscus Bonobo, die menschenähnlichste Art der Erde. Die haben eine zweckentfremdende Ausweitung der Sexualität hat sich dort evoluiert, so dass alle in Liebe miteinander waren, die Männer alles den Frauen und Kindern schenkten, kein Mann mehr wusste, wer der Vater welches Kindes ist, die Kindstötungen aufhörten, die Rivalenkämpfe aufhörten, alle diese Tötungen hörten auf und deswegen war das Bonobo-System so enorm erfolgreich. Und wir werden aus naturwissenschaftlicher Sicht werden wir eher als der Savannen-Bonobo dann angesehen, während der Urwald-Bonobo ist halt der Panpaniscus. Und wir Homo erectus und dann Homo sapiens könnte man besser bezeichnen als Savannen-Bonobos. Ja? Und dann kommt die Marktwirtschaft und dann passiert etwas ganz Schlimmes, zum Beispiel, dass die Waffenhändler, die ersten Steinäxte-Händler, eben Geschichten von Gewalttaten erzählen, die gar nicht stattgefunden haben. Das macht aber in den Menschen Angst. Sie kaufen Waffen, sie bewaffnen sich und werden auch bereit, so nach dem Motto, bevor mich nachts die Nachbarn überfallen und totschlagen, was ja angeblich irgendwo vorgekommen sein soll, überfallen doch wir lieber präventiv in Präventivschlägen oder Präventivkriegen die Nachbargruppe und schlagen die tot, bevor sie uns totschlagen kann. Und wenn das dann einmal tatsächlich zu solch einem Krieg kommt, und das kann sein, dass das tatsächlich erst vor 6000 Jahren war, dass es also lange Zeit der Gehirnwäsche gebraucht hat durch vorteilbringende Irrtümer, bis die Menschen tatsächlich diesem Ruf zu den Waffen gefolgt sind. Und dann, es gibt nämlich Hinweise, dass erst so vor 7000 Jahren die ersten echten Kriege so entstanden, ne? Aber gut, kann man diskutieren, ja. Auf jeden Fall wurden dann die Waffen konsumiert und die Waffenhändler wurden zu den reichsten Industrien der Erde sozusagen und streuten natürlich ihre Sicht der Welt weiter aus, so ähnlich wie dann der General Paul der US-Armee sozusagen den vorteilbringenden Irrtum ausgestreut hatte, der Irak verfügt über Massenvernichtungswaffen und die können vielleicht sogar bis nach den USA reichen und deswegen müssen wir jetzt einen Präventivschlag gegen den Irak machen und müssen die alle töten und so weiter. Ja, und dann verdienten natürlich die amerikanischen Rüstungskonzerne sich dusselig und dämlich. Also wir verstehen also, abschließend zu sagen, jetzt für meinen Beitrag jetzt hier,
Gemeinwohlwirtschaftliche Lösung bedeutet, dass die Rüstungskonzerne nur noch Geld bekommen, wenn die Zahl der Getöteten in der Welt jedes Jahr um 5% abnimmt. Also wenn weniger Tote zu beklagen sind, gibt es Geld und wenn nicht, gehen sie pleite. Ja, also das heißt, wir drehen sie um in Friedensförderungskonzerne. Das ist die gemeinwohlwirtschaftliche Lösung. Aber ich muss weitergeben und der nächste ist meines Wissens dann wieder Öff-Öff und dann wieder Anna und dann wieder Henning. Ja, danke schön den Vorrednern. Dankeschön. Also ich bin so ein Mensch, ich erkläre gleich auch, wie ich dazu gekommen bin, der so versucht, organisches Denken zu praktizieren. Organisches Denken, da verstehe ich das Leitprinzip drunter. Immer auf die jeweils wichtigste Frage, die ich finden kann, die bestbegründbare Antwort suchen. Und auf dieser Grundlage versuche ich, für die Dinge, die ich am wichtigsten erachte, auch möglichst viel Kräfte zu bündeln. Also in der Richtung Kraft effektiv werden zu lassen. Natürlich kann es sein, dass in dem Moment, wo ich als Mensch innerlich wach geworden bin, und das ist ja der Moment, wo man sich sein Selbstbewusstsein erwirbt und damit umgehen kann. Also nicht nur ich erkenne, ich bin da der im Spiegel mich jetzt anguckt, sondern ich erkenne, ich kann mit meinem eigenen, mit meiner eigenen Erkenntnisfähigkeit und meinem eigenen Willen kann ich mündig werden. Das heißt, ich kann aus eigener Einsicht und Freiwilligkeit mein Leben gestalten, kann es steuern, kann planen, kann äußerlich meine Wirklichkeit erschaffen. In dem Moment kann es natürlich sein, dass das, was mir da zur Verfügung steht, also jetzt nehmen wir auch die Sprache, dass da schon Fehlerhaftes drin sein kann. Und trotzdem habe ich einen Boden erstmal unter den Füßen, auf dem ich stehe. Und sicherlich, da dieser Boden mir in dem Moment ermöglicht hat, mir meiner selbst und meiner kreativen, schöpferischen Möglichkeiten bewusst zu werden, werde ich ihm erstmal mit Wertschätzung begegnen und werde sagen, okay, den schmeiße ich nicht einfach ohne Grund weg, sondern wenn ich etwas anderes jetzt nehmen würde, also statt dieser Art, wie ich dann in dem Moment spreche und denke, dann möchte ich das aber schon aus meiner jetzigen Bewusstseinssituation heraus mit gutem Grund so entscheiden. Und nicht einfach, ich schmeiße das weg, was mir jetzt mein inneres Aufwachen immerhin schon mal ermöglicht hat. Und insofern, also ich habe dann angefangen, mit diesem inneren, auch sprachlichen Bewusstsein und habe mich dann einfach versucht zu orientieren. Also der Grundsatz des organischen Denkens, immer auf die jeweils wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort zu suchen, der ist in sich so schlüssig, dass ich da eigentlich nie Widerspruch höre. Also kein Mensch sagt, ah nee, es ist besser vermeidbar für völlig Unwichtiges zu leben oder für Verkehrtes. Man braucht sich da gar nicht nachfragen. Man kann da einfach so drauf losstolpern. Ist völlig egal, ne, ob es wichtig oder unwichtig ist, ob es richtig oder falsch ist. Wir stellen uns die Frage gar nicht, ne? Es muss man nicht unterscheiden. Also diesen Standpunkt vertritt eigentlich keiner, sondern jeder würde zustimmen, dass wenn man die Möglichkeit hat, eher für Wichtiges als für völlig Unwichtiges zu leben und eher für etwas, was richtig ist, als etwas, was ja wo überhaupt gar keine Gründe für zu finden sind oder wofür sogar massive Gründe dafür sprechen, dass das zerstörerisch ist. Also da würde auch erstmal keiner widersprechen. Und wenn ich das anwende, dann komme ich zu faszinierenden Ergebnissen. Also mal ganz grob nur gesagt, die erste Frage ist, was macht mich glücklich? Denn warum sollte ich sonst überhaupt irgendwas anderes denken oder tun? Dann komme ich zur Frage, ja, um mein Glück zu beurteilen, was bin ich denn? Was ist mein Wesen? Was sind meine Wesensbedürfnisse? Wenn ich das mache, komme ich zumindest jetzt erstmal, mag ja eine oberflächliche Ebene sein, aber es ist eine Ebene, die sehr breit eigentlich dann so als Ergebnis rauskommt. Also bei der inneren Selbstbetrachtung genauso wie in den Wissenschaften. Also ich komme zum Ergebnis, ich bin eben ein Wesen, das so denken und entscheiden kann. Selbstbewusster Wille oder ein Wesen mit selbstbewusstem Willen. Das Animal Rationale, das denkende Tier. In den Geisteswissenschaften ein Wesen mit Vernunftseele. Und da kommt dann raus, also wodurch werde ich dann glücklich, wenn das mein Wesen ist? Naja, die Vernunft will möglichst viel Sinn entdecken
am besten einen Sinn im Ganzen. Das heißt, ich würde versuchen, sinnvoll zu denken für das, was im Ganzen sinnvoll und gut ist. Was man auch in das Prinzip fassen kann, global denken, lokal handeln. Und was ist dann am wichtigsten? Naja, das Wichtigste wird wohl sein, dass ich mit den anderen denkenden Tieren diese Verantwortungssteuerung gemeinsam auch hinbekomme. Ist nicht wichtig, dass wir uns über jegliche sonstigen Spezialansichten einig werden, aber dass wir uns über diese gemeinsame Verantwortlichkeit einig werden und da auch so miteinander kommunizieren lernen und entscheiden lernen, dass wir da wirklich eine Verantwortungsgrundsteuerung draus machen können. Und damit komme ich zu dem Punkt, dass es dann eine faszinierende Möglichkeit gibt, verschiedenste Ansätze harmonisch zu verbinden. Denn ich bin zum Beispiel dann auf Leute getroffen, das waren Lichtnahrungsanhänger. Und Jasmohen und solche Autoren da als Quelle von denen. Und die haben gesagt, ja, der Weg zum Frieden ist einfach, ne, wir erkennen, wir sind Licht und wir gehen in den Urwald sogar und leben nur von Licht und dann braucht ja die ganzen Verteilungskriege in der Welt, ne? Wenn man nur von Licht leben kann, dann braucht man ja nichts, braucht man sich nicht mit den anderen um irgendwas zu kämpfen. Und ich habe immer gesagt, ja, das ist natürlich auch, also wenn einer das kann so, nur von Licht leben, aber dieser Frieden in der Welt, dafür ist nicht das Entscheidende, ob wir alle jetzt von Licht leben würden. Kann auch durchaus sein, dass die anderen weiter essen. Aber wenn sie bei diesem Essen halt friedlich sind und auch friedlich miteinander teilen, haben wir auch Frieden in der Welt. Das heißt, wir können überlegen, inwiefern können wir da ein Konzept entwickeln, was allen Menschen, ohne ihnen etwas abzuverlangen, was sie eben überfordern würde oder was sie denken, das geht für sie gar nicht, den Weg zu den wichtigsten Zielen wie zum Frieden schon ermöglicht. Und alle, sowohl die, die von Lichtnahrung leben, wie auch die, die von, was weiß ich, Reis und Bohnen leben, solange die eben sehen, auch wenn wir noch essen, so teilen wir doch friedlich und geschwisterlich, reicht es aus für eine tragfähige Friedensordnung. Und insofern bin ich sehr stark darauf ausgerichtet, diese Art der Menschen gemeinsam sich überhaupt deutlich zu machen. Was heißt Verantwortung für alle, fürs Ganze? Wie können wir da friedlich und vernünftig miteinander leben, teilen, uns gegenseitig beschenken? Das wäre ein Nenner, der aus meiner Sicht dann erstmal ganz wichtig ist zu sehen und wo man anfangen sollte mit, bevor man sagt, es müssen jetzt alle gleich nur von Licht sich ernähren. Ja, das mal als Anregung. Näheres dazu kann ich in der nächsten Runde noch sagen oder je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt. Ich gebe erstmal weiter dann an die Anna. Ja, vielen Dank für diese Impression. Das ist ja total cool, wohin sich das hier entwickelt, total spannend. Also ich stimme definitiv auch zu, Henning, was du gesagt hast, dass ja die Sprache, die sehr gewaltvoll ist, dass da auch ein Sinneswandel stattfinden müsste. Und gewaltvoll ist die Sprache auch in dem Sinne, dass wir ja sehr verurteilend und beurteilend miteinander sprechen, also sofort in irgendwelche Schubladen einteilen und wenn zum Beispiel jemand nicht einer Meinung ist, dass wir das dann entweder oder dazu neigen, durchaus das abzuwerten oder uns über diese Person zu stellen, je nachdem. Und das ist ja schon diese Gewalt in sich, in der Sprache. Und das hatte dieser Marshall Rosenberg, der ja diese gewaltfreie Kommunikation geprägt hat, ja auch gesagt, dass wissenschaftlich untersucht worden ist, dass wir hier eine sehr, sehr gewaltvolle Sprache haben. Und in anderen Kulturen wurde die Sprache ebenfalls untersucht, die nicht so gewaltvoll ist wie bei uns. Und das trägt zu einem friedlicheren Miteinander bei, tatsächlich. Also da müsste wirklich wieder so eine Art Sinneswandel her. Auf welche Art und Weise das geschehen kann, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist das so, weiß ich nicht, Aufklärungsarbeit auf vielen Ebenen und dann muss das ja noch irgendwie etabliert werden, weil das ja nicht von heute auf morgen passiert, sondern das ja ein Prozess ist, der ziemlich lange dauern kann. Genau, also das ist ein elementarer Bestandteil und dann eben auch noch, was diese Gewalt an sich angeht. Ich habe da letztens so ein interessantes oder in ein interessantes Buch gelesen, ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber das heißt im Grunde gut. Da geht es auch um diese, also da haben diverse Wissenschaftler
in der Soziologie untersucht, wie der Mensch denn so aufgestellt ist. Und wenn man in unseren Gesellschaften, jetzt sage ich mal wieder in den westlich geprägten Gesellschaften, nachfragt, haben wir ja ein sehr krass negatives Menschenbild, so nach dem Motto, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und ich muss jetzt gut auf meine Sachen aufpassen und ich muss nur gucken, dass es mir gut geht, weil sonst könnte das mir jemand wegnehmen und ich muss angriffsbereit sein, bevor jemand überhaupt es wagt, mich anzugreifen. Also wir sind ständig in dieser Abwehr- und Schutzhaltung drin. Und diese Wissenschaftler haben eben untersucht, dass das Gegenteil der Fall ist. Also durch diverse Studien wurde eben festgestellt, dass der Mensch an sich in sich gut ist und eigentlich auch immer zum Guten gewillt ist und eigentlich auch sich kooperativ verhält, aber das mediale Bild, was uns ständig vermittelt wird, wodurch wir ja auch täglich berieselt werden, ist immer dieses Negative. Es werden ja nur Katastrophen berichtet, es wird immer nur berichtet, wenn irgendwie ein Mord und Totschlag passiert, aber es wird ja nicht berichtet, hey, dann und dann fanden Friedensverhandlungen statt und das hat in so und so Fällen geklappt und da haben Menschen andere Menschen unterstützt. Also es ist ja mal krass, dieses gesellschaftliche Bild, was wir im Kopf haben, was überall präsentiert wird und was auch so dieser Status quo ist. Genau, und das war einfach ganz interessant in diesem Buch zu sehen und dass die Wissenschaft an sich eigentlich einig ist, dass der Mensch das im Grunde hinkriegen kann, aber insgesamt immer noch dieses negative Bild vorherrscht. Das irgendwie in die Allgemeinheit zu etablieren, wie auch immer das funktionieren kann, wäre auch nochmal ganz interessant, ob man dann schon in der Schule anfängt oder ob man durch diverse, ich weiß nicht, was für Medien da zur Verfügung stehen können, dass man das eben aufgreift und unter anderem das, was du dann öfter auch gesagt hast, dass man diese Sinnfrage stellt, was ja in, also heutzutage wird ja wenig diese Sinnfrage gestellt, was willst du haben und nicht, wer bist du denn eigentlich zum Beispiel oder wer bist du, wenn du nichts hast? Also es geht weniger um diesen Wesenskern als um das, was wir uns anhäufen und ich denke, solange es auch noch dieses Ziel ist, nach dem Motto ganz viel Geld zu haben, ganz viel Macht zu haben und ganz viel Eigentum anzuhäufen, wird es auch schwierig sein, da in so eine, sage ich mal, in so eine Sinnfrage reinzugehen und aus diesen Verteilungskriegen dann herauszukommen, weil das gar nicht die Frage gestellt wird, wie können wir allen, also Menschen und Tieren und allen anderen Lebewesen ein gutes Miteinander ermöglichen. Es steht gerade eher dieser krasse Individualismus im Vordergrund, wie kann es mir bestmöglich gehen und wie kann ich das dann verteidigen? Also das weiß ich nicht. Wären so ein paar Gedanken dazu. Ich gebe mal dann weiter an Dylan. Nee, der Henning ist dran, aber ich sag nur kurz zwischendurch, weil der uns nicht sieht, dass jetzt ein Frank noch dazugekommen ist, der dann in der nächsten Runde auch dran ist, 4 Minuten seine Vorstellungen von oder Ideen zum Thema Wandel zu verbreiten. Henning wäre, glaube ich, der Nächste und dann erst ich, ne? Ja, ich mache dann mal weiter. Der Wandel. Ich erkläre das immer ganz gerne an einer Geldmünze. Die Geldmünze hat 2 Seiten, eine mit Zahl, andere mit Kopf. Die Prägung ist immer zweidimensional. Die Münze als Ganzes hat auch eine 3. Seite, als dreidimensionales Denkmal, Kunstwerk, Ausdrucksform vom Leben. Ich nenne es mal mit so, weil Geld ist ein Symbol für Leben. Und zwar Leben in der Form, dass man Bedingungen, die aufkommen, in Einheit hält. Genauso wie das Metall der Münze die beiden Prägungen in Einheit hält, sollten wir bestrebt sein, Bedingungen, die aufkommen, im Zusammenleben, im direkten Zusammenleben, in Einheit zu halten. Das heißt, wenn ich in der Kommunikation im Konsens bin und mit den direkten Menschen immer in Einheit kommuniziere, dann kann gar keine Gewalt, dann kann auch kein Krieg und dann kommt auch kein Geldherrschaft auf, weil
In der Einheit sind wir immer in einem Wir-Denken. Und wenn ich dieses Wir-Denken in Spaltung bringe in ein Ich und ein Du, dann ist es, wenn an einem Baum ein Apfel hängt, der uns eigentlich gemeinsam gehört, das ein Wir-Produkt ist aus Licht und Wasser, dass wenn ich diesen Apfel dahernehme, ohne die anderen zu fragen, dass ich in erster Linie schon mal Diebstahl begehe. Und wenn ich diesen Prozess weiterdenke, als außerhalb des Wir-Seins mit diesem Apfel dann Handel betreibe und sage, es ist meiner, obwohl alles uns ist oder sich selbst gehört, dem Licht, dann ist das ein Betrug einmal an sich selber und an dem Licht bzw. an der Wirklichkeit. Wenn ich aber diesen Apfel jetzt mein eigen nenne und es noch verkaufen will, dann betreibe ich auch noch Erpressung. Das heißt, ich begehe Diebstahl, Betrug und Erpressung, wenn ich einen Handel mit Geld betreibe. Und das ist die Gewalt, die wir ständig leben und der passive Krieg in Frieden ist. Ich hoffe, es hat jeder verstanden, dass wenn ich das Geld nicht benutze, sondern als Symbol hinhalte, dass wir uns einigen, egal welches Problem wir momentan haben, und auch in Einigung kommen, dass wir dann immer in das harmonische, glückliche Prinzip kommen können. Und dort sollten wir auch sein. Um es um auf Corona nochmal zurückzugreifen. Infektion, Ansteckung, Lachen, Freude ist genauso infektiös und ansteckend und hat auch eine informative Infektion, um eben mit Informationen, also mit Lichtinformationen, mich zu bereichern. Das heißt, sowohl im positiven Sinne, in Form von Fröhlichkeit, Harmonie, Harmonisierung, ist Infektion genauso wirksam in der Resonanz wie das Gegenteil von Infektion, das irgendwas krank macht, in der Dissonanz. Weil die Dissonanz ist eigentlich die Zersetzungskraft, wenn ich mit meinem Leben als Denker für meinen Leib in Dissonanz bringe oder mich in Bedingungen bringe, die mich in Spannung bringen, die das Leben letztendlich mein Leben und das Leben anderer korrumpieren, zerstören. Ja, gibst du weiter? Ich gebe weiter, ja. Ja. Ja, also ich werde auch gleich noch auf Tauschhandel eingehen und auf Tausch mit oder ohne Geld. Aber erstmal ganz kurz, also ich vertrete ja für den Frank vielleicht, ich bin ja ehrenamtlicher Assistent beim Weltrat und bei den Next Scientists for Future und wir haben ja den Anspruch, die Weltspitze der Naturwissenschaften zu sein, was Wandelideen anbetrifft. Ne? Und unsere Sichtweise ist blitzschnell. Also der Wandel könnte innerhalb von 3 Monaten kommen. Also ich brauche nicht Pädagogik und Erziehung und so weiter. Wir brauchen eigentlich nur einen einzigen einflussreichen Menschen, zum Beispiel einen Milliardär wie Mark Zuckerberg, der überall in der Welt seine Milliarden verwenden würde, um bekannt zu machen, dass wir, wenn wir die Gemeinwohlwirtschaft einführen, dass es dann den Milliardären besser geht und den Ärmsten der Erde gleichermaßen allen besser geht, weil das ein System ist, das keine Verlierer kennt, sondern nur Nutzen entfaltet. Und wir haben in den Testwahlen haben Professoren sich einer simulierten Bundestagswahl gestellt und dann für die Gemeinwohlwirtschaft, also unsere Variante der Gemeinwohlwirtschaft, die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, letztendlich 56% der Wählerstimmen bekommen. Also es würde ein blitzschneller Wandel kommen. Die Parteien wie die Grünen würden das sofort übernehmen, die sowieso schon über Gemeinwohlökonomie intensivst diskutieren, würden das sofort übernehmen. Also ich denke in Zeiträumen, es könnte ganz schnell geschehen. Ich halte es aber auch für möglich, dass das nie geschieht. Dass es nie geschieht oder es könnte auch ganz schnell geschehen. Ne? So, dann der zweite Punkt, den ich heute nochmal sagen wollte, ist aus unserer Sichtweise der Naturwissenschaften halt heraus,
gibt es ja zwei Formen der Gewalt. Die eine habe ich eben erklärt, die Waffenhändler können sich bereichern, indem sie Menschen zu Kriegen aufhetzen, durch Kommunikation, durch Sprache, können sie profitieren, weil Kriege sind nichts anderes aus naturwissenschaftlicher Sicht als Umsatz. Umsatz von Patronen, von Kugeln, von Granaten, von Bomben, von Flugzeugen. Und das ist nur Geschäft. Und wir Menschen, dass wir dabei sterben, das interessiert die Industrie nicht. Das kann die Industrie nicht interessieren. Das ist die eine Form der Gewalt. Aber die zweite Form der Gewalt, wir müssen uns als Naturwissenschaftler, mussten wir uns ja auch fragen, woher kommen denn Eifersuchtsmorde? Woher kommen denn Morde an Kindern, dass also irgendwelche Stiefväter zum Beispiel Kinder umbringen? Woher kommen solche Morde? Ja, und da sagen wir jetzt immer, das kam durch die Zerstörung des Bonobo-Kommunismus. Also der Bonobo-Kommunismus, der ja daraus besteht, dass alle Frauen mit allen Frauen in der Liebe sind, also auch Sex haben, also hundertprozentige Bisexualität, und alle Männer auch mit allen Frauen Sex haben und dadurch alle in Liebe miteinander sind, die Männer alles, was sie finden, den Frauen und Kindern schenken. Und wenn dann alle in der Liebe sind und keiner mehr weiß, wer der Vater welches Kindes ist, dann bleibt uns, den Bonobo-Artigen sozusagen, nichts anderes übrig, als im Bonobo-Kommunismus alles, sozusagen alle Kinder als Vater zu behandeln. Wenn dann die Gruppe 40 Kinder hat, dann muss ich halt der Vater von 40 Kindern sein, denn ich weiß ja gar nicht, welches mein eigenes ist und welches von meinem Onkel ist, von meinem Großvater oder von meinem Neffen ist. Das weiß ich ja gar nicht im Bonobo-Kommunismus. Und deswegen behandle ich alle Kinder wie ein Vater mit vollster Fürsorglichkeit. Denn mehr kann ich nicht tun. Ich kann nicht ein einzelnes Kind töten, weil das könnte mein eigenes sein. Also kann ich gar kein Kind mehr töten. Und wenn ich jetzt aber den Händler habe, die ersten Frühärzte und Frühhändler, und die dann zum Beispiel sagen, nein, dieser Bonobo-Kommunismus mit dieser vielen Sexualität, pfui, hört auf damit, dann wird er unterdrückt und dann wird die Liebe weniger. Und ab dem Moment beginnen dann sofort wieder, dass ich aus Eifersucht Rivalen töte, weil dann weiß ich ja plötzlich, die Liebe zerfällt ja, und dann gibt's plötzlich monogame Beziehungen und dann kann ich plötzlich wieder rivalisieren mit einem anderen Mann, kann ihn töten um der Frau willen, ich kann die Kinder töten, weil ich ja weiß, dass dieses Kind nicht von mir sein kann und so weiter. Und so haben wir also, die Naturwissenschaft erklärt also für mich bis jetzt nach wie vor überzeugend, warum wir diese zwei Formen der Gewalt haben, die Waffenhändlergewalt und die Gewalt, die aus der Zerstörung des Bonobo-Kommunismus herrührt, durch die Tauschhändler, die nämlich alle nur ein Ziel haben, möglichst viel vertauschen und möglichst viel verdienen. Und dabei stört eben Liebe und Sexualität nur, weil die Menschen zu bedürfnislos macht, zu wenig konsumsüchtig macht. Ich gebe weiter an FF, der auch an den Frank denken sollte. Das macht der FF doch. Also, lieber Frank, es sei dir gesagt, ich bin sozusagen der Hauptmoderator der Wandelgespräche. Und deshalb, wenn die Runde so geht, ne, also bei mir landet es dann so in der Weise, dass ich dich offiziell sozusagen dann noch willkommen heiße und begrüße und dich technisch dann schon mal so einweise, dass wir hier nach Art des Redekreises unser Gespräch gestalten. Das heißt, es gibt eine feste Reihenfolge. Jeder hat dann so seine 4 Minuten. Also wenn die 4 Minuten vorbei sind, kann er seine Gedanken noch abrunden dann und dann wird das weitergegeben. Und wenn du jetzt dazugekommen bist und hörst so meinen Beitrag quasi als Einleitung, kannst du gerne danach dann mit reingeschaltet werden. Und der Dylan hatte die Reihenfolge dann so im Kopf, ne? Und der nimmt auch die Zeit und gibt so ein Signal, macht er dann, wenn die 4 Minuten vorbei sind. Du wolltest auch immer noch dazu sagen, dass wir in Aufnahme sind. Ja, ja. Die wir auch jederzeit unterbrechen können, ne? Ja, wir sind in Aufnahme, genau. Wir haben einen YouTube-Kanal auch, YouTube-Kanal Wandelgespräche, wo unsere Gespräche auch veröffentlicht werden. Aber wenn hier was ganz Heikles oder so wäre oder was Diskretes jemand sagen will, der Dylan hat da so eine tolle Technik, dass der da auch für solche Dinge, wenn die irgendwie ihren Platz suchen würden, auch die Aufnahme mal unterbrechen kann.
Also wir sind da sehr flexibel, wir sind hier technisch richtig gut dabei, ne? Obwohl der Dylan dann relativ alte Computer und so hat oder sowas, aber er sagt, das klappt alles noch ganz gut, ne? Und solange freuen wir uns natürlich über die vorhandene Technik. So, dann komme ich zum Inhaltlichen. Also, wir alle begegnen uns ja jetzt, auch wenn die Sprache weiterentwicklungsbedürftig sein kann und auch gerade dieses Gewaltsame und dieses Zupolare und so weiter. Aber es ist ja auch schön, dass wir uns jetzt hier im Gespräch auf der Ebene dieser Sprache, die wir da so gelernt haben, die uns als Kindern beigebracht wurde, dass wir da uns versuchen können, eben zu orientieren. Und ich sagte schon in meinem Vorbeitrag, in dieser Sprache werden wir wach, also kriegen wir unser Selbstbewusstsein. Und wie auch immer dann die Welt besser oder schöner gestaltet werden könnte, wir Menschen wollen das nicht mehr sozusagen, dass die Schräubchen einfach an uns oder neben uns gezogen werden, ohne dass wir das jetzt selber verstehen oder mitentscheiden können. Also keiner von uns will, so wie bei einem Radio, wenn man da gucken würde, also wo ist denn die Schraube jetzt hier, an der es liegt, dass das Radio nicht mehr richtig funktioniert? Da hinten ist die Schraube, na, da wird dran gedreht, ne, und das Radio funktioniert wieder. Also keiner von uns will, dass da mit irgendwelchen Schrauben jetzt die Veränderung zum Guten durchgeführt werden, die an unserem Verstehen und Wollen vorbei oder darüber hinweg oder dass wir da gar nichts von mitkriegen, mit uns sich abspielen. Sondern nachdem wir erwacht sind in unserem Wissen und Wollen, in unserem Erkennen und Wollen, wollen wir, dass die zukünftigen Verbesserungsentwicklungen jetzt auch auf der Grundlage unseres Mitverstehens und unseres Ja-Sagens, unseres Entscheidens sich abspielen. Und das finde ich faszinierend. Also ich glaube durchaus, dass dann ein großer Bereich, der sehr bedenkens- und diskutierenswert ist, ist der Bereich, inwiefern kommen die Menschen auch durch Tauschlogik, Vergeltungslogik, Splitterlogik, nenne ich das gerne, wie es im Kapitalismus dann so hochgezüchtet wird. Inwiefern kommen die Leute, die Menschen in ein Bewusstsein, wo zu sehr die Verbundenheit verloren gegangen ist, also dieses Einheitsgefühl mit der Welt. Ich sagte schon, man kann durch rein vernünftiges Nachdenken durchaus dazu kommen, dass wenn unser Wesen die Vernunftseele ist, dass die Vernunft nach möglichst viel Sinn, Sinnkonstruktion, auch einem Sinn im Ganzen sucht. Das heißt, das würde gegen die Zersplitterung sprechen. Also wenn wir uns diese Wesenseigenschaft unserer Vernunft wirklich klar machen, würde es dagegen sprechen, dass wir uns so in die Zersplitterung fallen lassen. Ohne die Verbundenheit, die dritte Dimension, kann man sagen, über der Münze, dass bei allem diese Einheit, dieses Lebensband mit zu bedenken ist. Wir leben ja auch real, und das sagt auch die Biologie dann, wir leben in einem Biokosmos. Also wir sind da nicht ein Stein, tote Materie neben einem anderen Stein und ist egal, was mit dem einen passiert. Ich meine, trifft doch nicht mal auf die Steine zu. Also ihr wisst wahrscheinlich auch, ne, es gibt Theorien, ob die ganze Welt, ja, der Henning schon sowieso als Botschafter der physisch lebendigen Erde. Über den Begriff Leben dabei kann man noch reden, aber auch Gandhi hat alles, auch die Materie, als in einem gewissen Sinne lebendig oder belebt verstanden. Und es gibt diese auch wissenschaftliche Auffassung, Gaia-Theorie und so weiter, dass die Welt eine lebendige Einheit ist. Aber ich wollte sagen, ne, es ist einem nicht, normalerweise stellen wir uns so vor, gut, ein Stein, der andere Stein, das hat halt keine Verbindung, ne, kann man den einen zerkloppen, ne, hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Aber ganz offensichtlich leben wir Menschen in einem kosmischen Biotop, einem Erdbiotop hier, wo auf jeden Fall innerhalb der Erdzusammenhänge ein Lebenssystem existiert, was ein Stück weit untereinander Abhängigkeit enthält. Also wenn da diese Lebensketten, diese Nahrungsketten und sowas, wenn das durcheinander gebracht wird oder wenn da wesentliche Elemente jetzt nicht mehr funktionieren würden, dann ist die Gefahr, dass das eben für den gesamten Lebenszusammenhang sich schädlich oder ja vielleicht sogar zerstörerisch auswirkt. Also ein Thema, über das wir hier öfter sprechen in den Gesprächen und was auch gerade mit dem Punkt, wie schädlich ist Tauschlogik oder Vergeltungslogik, was da mit angesprochen wird, ist eben, inwiefern ist der Mensch raus aus der
richtigen und nötigen Verbundenheit, Verbundenheitserkenntnis, Verbundenheitslogik. Ich lasse es mal da jetzt an mit diesem Beitrag nur als Anregung. Also ich werde, wenn ich dann, wir müssen gucken, also gegen 10 Uhr machen wir normalerweise, gegen 9 Uhr machen wir normalerweise Schluss. Also von 19 bis 21 Uhr. Also können wir schauen, bei 4 Minuten, ne, vielleicht sind wir da schon bald am Ende. Also zum Schluss machen wir, das sage ich auch formaltechnisch noch, hier in den Wandelgesprächen so eine Art Check-out-Runde. Die ist dann nicht mehr so lang, dass man da inhaltlich redet. Aber dann sagt man nochmal, wie es einem jetzt geht. Also wie es auch das Gespräch, was es mit einem gemacht hat und was man vielleicht für Wünsche hat auch noch, worüber dann weitergesprochen werden soll und so weiter. Also am Ende kommt ja auch noch die Check-out-Runde. Aber ich sage mal nur als Anregung eben noch, und das kann ja sonst auch beim nächsten Montag weiter besprochen werden, tatsächlich ist diese Verbundenheitslogik uns wohl irgendwie auf schlimme Weise verloren gegangen. Denn es gibt ein Buch von Gräber, Schulden, die ersten 5000 Jahre, wo er so das nachverfolgt, wie unser Geld- und Tauschsystem sich auch entwickelt hat. Und er sagt, ja, er denkt, zu allen Zeiten der Menschheit gab es wohl auch Tausch und Vergeltung. Aber in den frühen Zeiten nur mit Fremden und Feinden. Weil die Verbundenheit, die innerhalb der Familien, Sippen und Stämme, Großfamilien und Stämme existierte, die funktionierte anders. Das war wirklich gute, also heute kann man da manchmal nur noch von träumen, familiäre Verbundenheit. Das heißt, jeder tut, was er kann, ne, und gibt einfach, wo es gebraucht wird, im Vertrauen darauf, dass die Verbundenheit von allen so groß ist, dass die ihm auch das geben, was er braucht, wenn es eben dran ist. Und nur da, wo er auf den Fremden oder Feind trifft, braucht er die Direktvergeltung, weil da hat er ja nicht diese Verbundenheits- und Vertrauensbasis, dass jeder sowieso für die anderen auch das tut, was aus Vernunft und Liebe füreinander dran ist. Okay, das sei... Ah nee, allerletztes noch, letztes habe ich gehört, die Aborigines, die ja in Australien zum Teil jetzt in Lager wohl gesperrt werden, auch in Verbindung mit den Corona-Geschichten, da hat wohl ein Aborigine den aus anderen Australiern, weißen Australiern da gesagt, Leute, lasst uns doch einfach in Ruhe. Wir haben doch von Anfang an gesagt, wir wollen euer ganzes System, nicht eure Vorstellung von Zivilisation. Wir haben eine ganz andere Zivilisation. Wir stehen in Einklang mit dem Universum. Lasst uns dabei einfach bleiben. Wir wollen dabei bleiben. Wir wollen euer ganzen Kram. Ja, okay, damit gebe ich weiter. An den Frank dann jetzt. Ja, grüß euch. Grüß dich, Henning. Grüß dich, Öff. Wir haben uns ja schon mal gesprochen in einer Sendung. Ja, ich wollte nur mal sagen, das Wort Vergeltung hat ja in der Hinsicht, wenn man es nimmt, zweierlei Bedeutung. Ne? Einerseits eine Gegenleistung, wie ein Tausch, ne? Und Vergeltung im negativen Sinn, wenn jemandem etwas Böses getan worden ist, mit Böses zu vergelten, sage ich mal. So viel zu dem. Ich weiß nicht, ob ihr da noch dazu stimmt oder wie das weiter so ist. Dem stimmen wir sicher zu, Frank. Nur damit du es noch verstehst, wir haben jetzt hier nicht so dieses direkt Dialogische dann, sondern wir gestehen jedem so, also das können wir auch nochmal als Form, wir können auch flexibel den Rahmen gestalten, aber wir machen es jetzt so, dass wir dir jetzt quasi so eben 4 Minuten geben, wo du da alles, was du jetzt auch antworten magst zu dem, was du gehört hast oder dich vorstellen oder was du alles von dir aus so sagen willst, wo du jetzt sozusagen dein Päckchen Zeit und Aufmerksamkeit hast und wir lauschen dir aufmerksam. Okay. Ja, ich habe 2 Söhne, bin am 26. 38 geworden und bin zwar verheiratet, ich bin aber derzeit in einer Trennungsphase von meiner Frau. Aus verschiedenen Gründen, vor allem auch, weil jeder für sich selber seine Vergangenheit und seine Aufgaben nicht abgeschlossen hat. Ne? Und so bin ich jetzt derzeit am Loslassen. Und was ich mir auch für die weitere Zukunft wünsche, das ist halt eben das, weil ich sehr, sehr baumliebend bin, dass die Wälder immer mehr gedeihen und wachsen und sich ausbreiten. Das manifestiere ich und eben, dass diese gezwungene Reglementierung der Staaten,
weil es ist ja nicht nur ein Staat, was reglementiert, dass das eben sich in Liebe auflöst und endlich ein Schlussstrich dahinter gezogen werden kann. Aber da bin ich nicht der Einzige, das manifestieren wir auch in der Kirche anscheinend. Da habe ich beim letzten Mal mit meinem Sohn, weil der gerade die Firmung macht, die haben das jetzt auch mehr oder weniger manifestiert, ausgesprochen. Ich bin halt 4 Minuten. Ja. Frank, du musst aber auch keine 4 Minuten, ne? Wenn du dich vorgestellt hast, hast ein paar Gedanken gesagt und möchtest weitergeben, gibst du einfach weiter, ne? Ja. Also zu dem, was da Dylan gesagt hat, möchte ich noch sagen, ein jeder kann sich das halt nicht vorstellen mit vielen verschiedenen Frauen. Ne? Vielleicht im Gedanken, aber dann in der Tat ist es halt dann eher für mich zumindest nicht, für mich nicht umsetzbar so richtig. Da gehört, also ich kann Liebe und Sex zum Beispiel nicht wirklich trennen. Das gehört zusammen wie eine Einheit. Ja, so gebe ich halt weiter jetzt in dem Fall. Ja, dann mache ich mal wieder weiter, den Anfang. Die Anna müsste dran sein. Anna ist jetzt dran, der Frank wurde ja eingeschoben in die Reihenfolge. Jetzt müsste, glaube ich, Anna, Henning, Dylan, Öff sein und wieder Frank. Ja, genau. Okay, ich habe die Reihenfolge nämlich auch schon vorbei. Okay, also zuerst noch zu Frank. Das hat mich gerade sehr berührt, dass du da so eine persönliche Geschichte geteilt hast. Vielen Dank. Was mir jetzt gerade noch so aus den Vorgesprächen drin geblieben ist, einmal die Frage an Dylan, weil du ja meintest, dass durch diese gemeinwohlorientierte Ökonomie, also quasi die Reichen ihr Geld so in der Form behalten können und also quasi, dass alle davon profitieren. Und falls das bei dir noch so in den Raum passt für das nächste Gespräch, ob du kurz darauf eingehen könntest, wie das dann stattfinden kann, wenn dann nicht diese auch die finanzielle Umverteilung passiert. Das würde mich interessieren, weil ich mir das jetzt gar nicht vorstellen kann. Und ansonsten noch auch zu diesem Gefühl der Verbundenheit. Da fand ich die Gedanken von Erich Fromm tatsächlich ganz interessant. Also der ist ja auch dieser Frage nachgegangen, warum wir uns so von diesem Verbundenheitsgefühl entkoppelt haben und dass es letztlich dazu beiträgt, dass wir ja jetzt so destruktiv mit unserer Mitwelt umgehen und gesellschaftlich so viel, dass den Bach runterläuft und den auch persönlich. Und der meinte, das passiert so im Grunde aus der Kindheit, aus dieser kindlichen Erziehung. Und wenn ich das so bei mir persönlich beobachte, kann ich dem tatsächlich zustimmen. Denn es ist ja so, wenn Kinder dann auf die Welt kommen und wir haben unseren Gesellschaftsdruck, also in dem Sinne, dass wir ja als Menschen bitteschön funktionieren sollen, damit wir erfolgreich sind, was hier als erfolgreich eben angesehen wird. Und dann kriegst du eben früh als Kind reingepresst, du hast bitteschön so zu sein, wie wir als Eltern das erwarten. Sprich, wir erkennen dich oder du kriegst erst diese Anerkennung und diese Liebe von uns, wenn du so agierst, wie wir es uns wünschen. Das heißt, du gehorchst und bitteschön nicht wütend sein. Wut hat ja in unserer Gesellschaft überhaupt gar keinen Platz mehr scheinbar. Also es ist immer ganz krass an diese Erwartung geknüpft. Wir haben die Erwartung, dass du bitte schön in den Kindergarten gehst und da gut agierst und dann in der Schule, dass du gute Noten nach Hause bringst, damit mal was aus dir wird. Also immer dieses Vermitteln, du bist nichts, du musst erst was werden, was ja total schwachsinnig schon ist, weil sobald der Mensch da ist, ist er ja schon oder sie schon was. Und dann gilt ja eben zu gucken, welche Geschenke bringt dieser Mensch mit an Fähigkeiten und Fertigkeiten und wie können diese dann in die Gesellschaft dann etabliert werden. Und dann wäre das ja folgend eben so, dass es dieser Tauschlogik Freiheit entbehrt, sondern ich bringe mich voll und ganz ein mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Potenzial und schenke meiner Mitwelt das und irgendwie kommt ja dann in irgendeiner anderen Weise was zurück.
Und ich meine, dass ich vielerlei diese Verbindung, also dieses Verbindung zu sich selbst, ne, ich bin erst etwas oder ich werde erst geliebt, wenn ich bestimmte Erwartungen erfülle und nicht um meiner selbst willen, dass das so ganz krasse, diese ganz krasse Entkopplung auslöst und man dadurch diese Seelenverbindung zu sich selbst verliert. Und demnach nur noch so agiert, wie es von einem erwartet wird und sich dann voll anpasst und gar nicht mehr dem Eigentlichen nachgeht, was in einem so drinsteckt. Ich fand das irgendwie ganz plausibel. Ja, und dann gebe ich auch schon mal direkt weiter. So, dann mache ich mal weiter. Ich möchte noch was zu der Gewalt sagen von Johann Galtung. Einmal die strukturelle Gewalt, die direkte Gewalt und dann auch die kulturelle Gewalt. Was der Johann Galtung mit seinem magischen Dreieck der Gewalten nicht gemacht hat, war, die kleinste Form der Gewalt zu definieren, sondern nur die Formen der Gewalten zu definieren. Und Dylan bringt dann noch neue Formen mit hinzu, die absolut okay sind, aber wenn ich mir das kosmische Prinzip anschaue, der bedingungslosen Harmonie, der achtsamen Liebe, das heißt also, das kosmische Prinzip in der Ausdehnung von Licht, was anderes gibt es nicht, ist die Achtsamkeit, die Harmonie, die Bedingungslosigkeit und die Liebe. Und das passiert einzig und alleine durch Schenken und Helfen. Alles andere sind Bedingungen, die diese Harmonie, diese kosmische Harmonie stören. Und solange wir diese Störeffekte haben mit Bedingungen, egal welcher Form und welcher Natur, ob in der Sprache, die wir sprechen, oder in irgendwelchen Handlungsweisen, in denen wir Bedingungen erfüllen, sind wir immer in einem passiven Krieg, auch wenn wir es Frieden nennen. Und wenn wir uns dieser Sprache wieder bewusst werden, dass wir die kosmische, harmonische Ordnung wieder achten, bedingungslos lieben und nur noch schenken und helfen, wobei Tauschen und Täuschen sich lediglich über zwei Punkte über dem A unterscheidet und eigentlich das Tauschen Bedingungen oder das Tauschen von Bedingungen beinhaltet, hat nichts mit Schenken zu tun. Wir dürfen wieder in einer Begrifflichkeit des Schenkens und des Helfens gehen. Alles andere ist Selbstzerstörung. In meinem Sinne Selbstzerstörung in der Form, dass ich meine Harmonie zum kosmischen Zusammenleben in Einheit mich davon trenne und durch diese Trennung, die ich selber lebe, auch an andere weitergebe, in Resonanz. Das ist genauso das, was wir die letzten zwei Jahre mit Corona erlebt haben, dass die Medien nur noch Corona, Corona, Corona gesagt hat und jeder glaubt an Corona. Hätten die Medien jeden Tag gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen, lasst uns was singen, was Schönes singen, lasst uns immun werden durch das Singen, da würde keiner zum Arzt rennen oder zu einer Impfung rennen. Das sind diese zwei Mechanismen des Lichts, der Resonanz, dass also Resonanz sowohl das Gute als auch das Böse vervielfältigt, also ein Wachstum bringt. Apropos Wachstum, ich lebe übrigens auch von Lichtnahrung, weil ich festgestellt habe, dass also Gewitterregenwasser in der Selva das lebendigste Wasser ist, was es an Trinknahrung gibt und ich kann von diesem Wasser auch leben, ohne dass ich was anderes noch essen muss. Und wenn ich etwas esse, dann ist es ja auch so, dass ich fremde Energie zu mir nehme und in meine eigene Energie umwandle. Und wenn ich nur konsumiere, ohne die Energie, die ich konsumiere oder in meine Energieform umwandle, wenn ich die nicht regeneriere, dann entsteht einfach ein Defizit. Und dann habe ich auch schon wieder diese Gewalt. Und ich muss, um friedlich, harmonisch leben zu können, in der Harmonie bleiben, in der Achtsamkeit bleiben. Ich muss das, was ich esse, regenerieren. Und ich muss auch in der Harmonie und in der Liebe sein, um überhaupt immun zu sein.
Und wenn ich immun bin, dann brauche ich auch keine Ärzte mehr. Ich gebe weiter. Ja, ich werde gleich noch auf Anna eingehen und auf Frank, aber ich fange erst mal an, wie das geht bei uns. Also die naturwissenschaftliche Weltsicht ist halt nur eine von vielen Weltsichten, aber die läuft darauf hinaus, dass wir Menschen zwei Stütz- und Schutzkorsette leider brauchen. Das eine Stütz- und Schutzkorsett ist das Gemeinwohlwirtschaftliche, das funktioniert so. Der Supermarktleiter versorgt mich mit giftiger Chemienahrung. Der andere versucht, das weniger zu machen. Dieser Supermarktleiter hat unter seinen Kunden, die sehr häufig und vorrangig bei ihm einkaufen, zum Beispiel 20 Krebsfälle, die also über die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, ich mache jetzt mal Gemeinwohlwirtschaft, holzschnittartig, ja, sozusagen, es gibt noch 1000 andere Instrumente, aber Wohlfühlstimme, natürlich, wenn ich Krebs bekomme, teile ich mit, mir geht's schlechter als vorher. Und wenn du dann bei dem einen Supermarktleiter hast du von 10.000 Leuten 20, die Krebs bekommen, und beim anderen hast du 40, die Krebs bekommen, dann kriegt natürlich der mit den 40 weniger Geld und wird finanziell abgestraft und wird von der Pleite bedroht, während der mit den 20 sozusagen gutes Geld kriegt. Und dadurch bleibt natürlich Aldi zum Beispiel und Alnatura bleiben reich. Das macht erstmal noch nichts, weil wir sagen, wir haben es nicht so eilig. Die Schere zwischen Arm und Reich muss nicht als erstes geschlossen werden, sondern es reicht auch, wenn sie später geschlossen wird. Und zwar indem dann eben, wenn dann auch die Ärzte in der Gemeinwohlwirtschaft die Leute dazu anregen und sagen, hallo Frank, ist doch klar, dass wir das nicht können. Wir können selbstverständlich nicht leben wie die Bonobos, weil die Marktwirtschaft das uns ja verboten hat. Wir können ja auch nicht ohne Krieg leben, weil die Marktwirtschaft uns das friedliche Leben verboten hat. Ja, denn die Waffenhändler haben uns natürlich manipuliert dahin, dass wir uns Leben ohne Krieg gar nicht mehr vorstellen können. Deswegen ist ja die ganze Welt immer in Krieg. Und genauso hat uns die Marktwirtschaft manipuliert, dass wir uns eine eifersuchtsfreie Pansexualität nicht mehr vorstellen können, damit wir konsumieren, ja? Und es ist klar, dass wir das alles nicht können. Deswegen ist ja auch die Idee, die ich selbst ja auch gut finde, dass wir in Gemeinschaften oder Kommunen versuchen, uns zu befreien von den Manipulationen der Marktwirtschaft, den vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten, der Waffensparte, der Nahrungssparte und so weiter. Das ist unendlich schwierig, weil ja die Marktwirtschaft weitermacht. Die Marktwirtschaft sagt quasi, du darfst nicht oder du musst, du sollst, erstes Gebot der Marktwirtschaft, du sollst nah monogam leben. Und dann plötzlich, wie will ich dann in der Kommune es überhaupt schaffen, nicht monogam zu leben, wenn die Marktwirtschaft mir jeden Tag befiehlt, du sollst aber monogam leben. Und dann ist klar, dass es unendlich schwierig ist. Deswegen sage ich, die politische Lösung ist viel einfacher, wenn wir einen Milliardär gewinnen und wir dann die Gemeinwohlwirtschaft einführen und dann sagen nämlich die Hausärzte zu uns, ich kann nur noch Geld verdienen, wenn sie nie krank werden, also müssen sie glücklich leben. Also leben sie mal gefälligst in Gemeinschaften oder ich rege das mal an und ich helfe ihnen als Supervisor, dass sie fähig werden, wieder in die Liebe zueinander zu kommen. Denn wenn sie alle viel Liebe und Sex haben, dann rauchen sie weniger, dann trinken sie weniger Alkohol, dann fressen sie weniger Schokolade, dann werden sie seltener krank und ich verdiene als Arzt mehr Geld. Das ist dann die gemeinwohlwirtschaftliche Logik. Und dann geht der Wandel plötzlich viel schneller, als wenn wir gegen den Strom schwimmen in der Kommune und versuchen, gegen den Strom zu schwimmen, was die Höchstschwierigkeit ist. Trotzdem will ich es ja versuchen und lade ja ein zur Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd. Ja, und von daher ist es so, die Schere geht bei uns in der Naturwissenschaft dann zusammen, wenn die Männer wieder in Liebe sind. Dann schenken die Milliardäre all ihr Geld an die Frauen und Kinder, an die geliebte Gruppe, an ihre Gruppenehe. Und dann verströmt das ganze Geld wieder. Das Ganze geht wieder in Schenkprozesse über und am Ende sind wieder alle ungefähr gleich reich.
oder gleich arm. Ja? Und dann ist die Schere zwischen arm und reich zusammen. Aber wir müssen das nicht als ersten Schritt machen. Das wird nämlich nicht funktionieren, weil die Machtsucht und die Geldsucht im Moment noch sehr stark ist. Und dagegen kommen wir nicht an. Wir müssen diese Leute für uns gewinnen. Ihnen das Geld wegnehmen zu wollen, das erleben die nur als Bedrohung. Und dann gehen sie auf Kontra und dann haben wir verloren. Ich gebe weiter und die Reihenfolge ist ja jetzt Öff, ob der die Uhr im Auge behalten muss, Frank und Anna und Henning. Ja, danke schön den Vorrednern. Also von hier aus wird das jetzt schon so Checkout-artig auch mein Abschlussbeitrag. Wir haben ja 9:02. Und ich greife mal Dinge von euch auf, ne, die ich so alle auch bestärken kann und noch ein bisschen ergänzen kann. Also Henning mit der Vorstellung eben, dass wir uns so als Einheit in Verbundenheit verstehen sollten, dass wir nur schenken und helfen, ohne Abrechnungs- oder Vergeltungsbedingungen. Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, dass sich da die Logik, ich sage es jetzt mal pathetisch, die Logik des Lebens, der Vernunft und der Liebe sind sich in dem Strukturprinzip gleich, dass man nicht nach rausgerissenen Splitterrechnungen, sondern nach einer ganzheitlichen oder Gesamtrechnung geht. Also die Vernunft will den Sinn im Ganzen, die Liebe will die einheitliche Verbundenheit mit allem und das Leben, da kann man es gut dran veranschaulichen. Also die höchste Form von Einheit zwischen einzelnen Teilen, so in dieser Wirklichkeit, in der wir sind, ist ein lebendiger Organismus und er kann diese Einheit so darstellen, weil jedes einzelne Element, jede Zelle trägt in sich im Kern dasselbe Zellprogramm, Steuerungsprogramm wie der Gesamtorganismus. Und das erzeugt natürlich eine Energie, wo man da dieses alle für einen oder füreinander in höchstem Maße auskultivieren kann. Ich nehme immer als Beispiel, womit ich das am besten veranschaulichen kann, die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, die so Teil des Immunsystems sind und die eingedrungene Krankheitserreger auffressen und dann ausgeschieden werden. Ist kein Job, wo man sagt, man macht was, wo man hinterher noch was von hat oder wo es einem dann besser geht. Das kann man aber machen, wenn man innerlich das Feeling hat, ich bin Teil der Einheit. Dieses Dasein für die Einheit insgesamt, dieses Dasein fürs Leben, dieses Dienen dem Leben gegenüber, ist auch in jedem Moment die höchste Verwirklichung meiner inneren Seele, meines Potenzials und so weiter. Also es gibt ja da einige Forscher, die das erforscht haben, auch Gerald Hüther und so spricht von diesem Potenzial im Menschen, also dass die Kinder nicht so zwangsdressiert werden sollen, sondern dass es darauf ankommt, diesen Reichtum, wenn ein Wesen in die Welt kommt, zu sehen und das frei sich entfalten zu lassen, ja, dass diese freie Potenzialentfaltung ein Weg ist zu echtem Leben und Glück und Erfüllung. Ja, der Dylan hat natürlich ein ganz wertvolles Element angesprochen, auch für diesen Übergang in die Welt der Verbundenheit mit allem. Ich hoffe, das war klar geworden, Anna, dann, also dahinter steht zum Beispiel ein Element, die Wohlfühlstimme, dass jeder Mensch eben einfach dauerhaft misst, wie ist der Stand seines Wohlbefindens und dass das erfasst wird und verglichen wird. Wie sieht es damit aus? Und zum Beispiel bezogen auf einen Arzt, der heute bezahlt wird nach Medikamenten oder Behandlungsstunden, wird dann eben der bezahlt werden danach, wie gesund seine Patienten sind. Also wie sind deren Wohlfühlstimmen, die sie angeben. Die müssen gar nicht mehr bei ihm in der Praxis sein oder Medikamente oder Behandlungen bekommen. Im Gegenteil, je weniger das der Fall ist, desto höher wäre sein Verdienst, weil die Orientierung, was ist die Qualität jetzt dieses Arztes, richtet sich nach ganz was anderem, nämlich nach dem positiven Effekt. Das könnte man auf alle Vorgänge anwenden, wo Menschen etwas tun, etwas leisten wollen, etwas produzieren, Dienstleistung erbringen oder wie auch immer. Ich sage gleich dazu, das kann man sogar für sich selber machen. Also ich finde es ein ganz tolles, spannendes Selbstentwicklungs- oder Selbsterziehungs- oder auch Selbstanalyse-Element. Ich führe Tagebuch, ne? Und man könnte zum Beispiel, wenn man merkt, irgendwo ist ein Problem, piep, 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 piep. Fokussieren, könnte sich das anschauen und könnte sagen, okay, ich messe jetzt mal, wenn ich dies oder jenes ausprobiere, womit geht es mir denn besser oder schlechter?
auf längere Sicht betrachte. Dass ich nicht nur mir was einbilde jetzt im Moment, oh ja, das ist jetzt der Weg zur Lösung, sondern ganz nüchtern messe, was funktioniert und was funktioniert nicht. Zu denen möchte ich noch hinzufügen, dass wir ja gemeinsam diese Vorstellung haben von Kommunen, wo das allererste Lebensprinzip einfach die freie Argumentekultur ist, also was wir jetzt hier auch bei den Wandelgesprächen machen, dass wirklich alles frei und offen gesagt werden kann und es geht dann nicht mehr nach irgendwelchen Korruptionseinflüssen, sondern nach Argumentequalität. Diese Freiheit, diese Argumentefreiheit, diese Argumentegleichberechtigung auch unter Menschen, als Kern auch der Menschengeschwisterlichkeit, ja, das ist für uns das allererste Lebensprinzip. Und dann glauben wir, dass es wichtig ist, einfach in solche Kommune-Experimente zu gehen, sich da rein zu begeben und wirklich auszuexperimentieren, was kann jetzt wie sehr Lösungen ergeben. Also ob das dann so ist, einerseits, dass man solche Belohnungsprinzipien verbessert noch und ob man die braucht oder so eine Gruppenehe wie bei den Bonobos, weil wir sonst eben da unsere, was weiß ich, inneren Anlagen, ne, doch aggressiv werden zu können, nicht so gut überwinden können. Oder was Dylan ja dann auch als die geisteswissenschaftliche Schiene beschreibt, die ich dann so versuche, dass man hingeht und eben dieses Bewusstsein, wir sind diese Einheit und wir können aus der Einheit heraus handeln wie die weißen Blutkörperchen. Das, wenn das möglich wäre, wäre das ja auch ein Weg, wie das dann funktionieren kann mit dieser gemeinsamen, vernünftigen und verantwortlichen Lebensweise. Und da noch ein letzter Haken eben auch. Anna, du sagtest, du bist da pädagogisch auch orientiert. Also meine Frau ist Pädagogin, das war ihr Studium der Pädagogik, was mit diesem Buch dann abgeschlossen wurde. Bildung für ganzheitliche Nachhaltigkeit bzw. globale Verantwortung. Ich bin ja Theologe und Philosoph, also Theologe jetzt mit priesterlicher Ausbildung, also als Seelsorger oder könnte auch in der Schule Religionsunterricht geben und derartiges. Also hochgradig ist da dieser pädagogische Aspekt auch mit im Spiel bei dem, was wir bedenken. Und ich sage nur als Stichworte, was wir gerne bei einem der nächsten Gespräche genauer betrachten können. Oder auch, ne, es gibt ein Forum eben, Freie Argumente Kultur Forum, wo wir über die Talks hinaus immer weiter uns austauschen können. Das findet man bei freie-argumente-kultur.de. Da könnte man auch weiterreden. Aber ich sage mal so noch pädagogisch betrachtet, es gibt sogar in der jetzigen Wissenschaft, obwohl die ja eigentlich so Systemanhängsel auch ist, gibt es trotzdem Grundbegriffe, die sind völlig richtig und die könnten uns zu ganz großen Problemlösungen auch führen. Das ist zum Beispiel das Post-Conventional Level, wo kaum einer was von hört, aber was die wissenschaftliche Definition menschlicher Persönlichkeits- und Verantwortungsreife ist. Und das sagt zum Beispiel, wir dürfen nicht blind hinterherrennen, hinter irgendwelchen Herrschern, die uns auch vielleicht als Werkzeug für Unrecht missbrauchen, sodass wir dann zu der hochexplosiven Frage kommen könnten, also jetzt auch politisch bezogen, darf ich herrschen lassen oder mein Steuerruder an andere abgeben, die mich vorher gar nicht richtig fragen und nicht mit Verantwortungsgründen beziehungsweise globalen Verantwortungsgründen überzeugen können? Also das würde ein echt verantwortlicher Mensch nämlich tun, sich solche Fragen zu stellen. Und da können wir uns sofort ausmalen, dass das voll unser ganzes Gesellschaftssystem zum Platzen bringen würde. Okay, das noch als Anregung, auch in die Richtung Pädagogik, ne, und pädagogische Wissenschaft. Ja, das wäre es dann. Also ich sage schon mal Tschüss und umarme euch alle durchs Internet bzw. Telefon und sage bis zum nächsten Mal. Und gebe weiter jetzt dann an den Franz. Ja, ich werde mich kurz halten. Ich finde eure Gedanken alle sehr wertvoll und bedanke mich vor allem, dass ich dazugekommen habe dürfen. Ja, danke einfach. Ja, und mein Schlusswort ist dann auch nicht so lange. Ich habe jetzt mal in den Chat reingeschrieben, die Seite der ersten Gemeinwohlwirtschaftspartei der Erde, die zugleich eine freie Argumentekulturpartei ist, in der der Öffi auch zum Aufsichtsrat gehört, genauso wie Weltrat und Next Scientists for Future. Also eine völlig anders strukturierte Partei, die nicht unterwanderbar ist wie die Grünen zum Beispiel und so weiter, nicht umdrehbar ist sozusagen. Und wo letztendlich echte Demokratie herrscht. Und die Partei des Gemeinwohls, da braucht man nur in die Suchmaske eingeben, Ideen, da ist irgendwo noch ein Mikro an, sind irgendwo noch Mikros an, gibt es Rückkopplung.
die, wenn man das Wort Ideen in die Suchmaske eingibt, kommt man dann auch auf die Homepage von Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, oder eben auch auf unsere GWO, unsere Next Scientists for Future und Weltrat Homepage und so weiter. Da findet man alles und vieles, ja. Ja, und meine Sache noch mal ganz kurz zur Anna, gell, die ohne Umverteilung, es ist so, dass sozusagen mir vorrangig als Naturwissenschaftler wichtig ist, dass die Firmen mir Gutes tun, dass sie keine Profite mehr auf meine Kosten machen. Ihnen die Profite ganz wegzunehmen und die Sache umzuverteilen, da würde ich mir so viel Feindschaft holen, dass wir keine 56% mehr kriegen, sondern nur noch 16% dann, weil nämlich die Medienkonzerne sind alle in der Hand der Milliardäre. Also die großen Geldgeber, die großen Werbespotszahler sind alles Riesenkonzerne und Milliardäre, die dahinter stecken. Und wenn da würde nie jemand über die Gemeinwohlwirtschaft jemals berichten, wenn wir quasi uns gleich mit den Konzernen groß anlegen. Deswegen wird ja auch der Felber mit der Gemeinwohlökonomie durchaus nicht so sehr positiv immer gesehen, weil er so frontal gegen die Konzerne vorgehen will und gegen die Reichen vorgehen will. Und das kommt nicht gut. Und deswegen nach und nach langsam die Schere zwischen Arm und Reich kriegen wir schon zusammen, aber nicht hetzen. Nicht an der falschen Stelle hetzen. Ja, von daher war es das für heute und beim nächsten Mal weiter bleiben wir in dieser tollen, toleranten Atmosphäre, dass jeder seine Sichtweise darstellen darf und seine Argumente, die seine Sichtweise stützen darf, und vielleicht schneiden wir uns gegenseitig irgendwas davon ab, vielleicht auch nicht, aber vielleicht hoffentlich doch, und auf jeden Fall ist es nötig, dass es einen Ort gibt, wo alle Sichtweisen völlig freie Rederecht bekommen. Ich gebe weiter an, ja, ich glaube, dann ist wieder Frank zur Verabschiedung und dann Anna zur Verabschiedung dran. Na, sind Anna und Henning noch da? Ich bin noch da, ja. Ich wäre, sind noch alle da? Ja, dann Anna und Henning, würde ich sagen. Ne? Dann sind wir durch. Ja. Ich glaube, wer hat sich noch nicht verabschiedet? Der Frank war. Frank, hast du dich schon verabschiedet oder hat sich die Anna schon verabschiedet? Die Anna heute ist jetzt dran und dann der Henning, was ich weiß. Anna und Henning, genau. Der Henning hatte sich doch gerade eben verabschiedet, oder? Lassen wir ihn noch mal. Nein, noch nicht. Ach so. Frank. Also Anna und Henning noch. Was war mit Frank? Frank hat sich verabschiedet, sagt er. Ja. Ich würde es auch recht kurz halten. Also ich bedanke mich erstmal für die Möglichkeit, so einen schönen Austausch mit euch zu haben, obwohl da ja unterschiedliche oder teilweise unterschiedliche Ansichten da sind. Das ist total angenehm. Und auch einfach, um neue Sichtweisen zu gewinnen und so ein bisschen aus der eigenen Bubble mal herauszukommen, wofür ich immer sehr dankbar bin, wenn dann einfach neue Impulse gesetzt werden und das eben so wertschätzend hier in dem Rahmen stattfinden kann. Das finde ich total klasse. Also vielen lieben Dank und bis denn. Ja, bis dann. Und der Henning. So, jetzt. Ja, ich möchte in dieser Abschlussrunde noch einmal etwas einbringen, und zwar ist es die Einheit an sich, weil aus der Komplexitätstheorie hat mir mein Freund mal erzählt, was passiert, wenn wir 10 Milliarden Menschen auf der Erde sind. Da habe ich ihm gesagt, dass es wird ein neues Bewusstsein entstehen. Aber diese 10 Milliarden Menschen, dieses neue Bewusstsein kreieren, setzen sich ja in einer gewissen Größenordnung zusammen, die letztendlich aus Licht entstanden ist. Und meine Erkenntnis und aus meiner Forschung aus Karal und Nazca ist, dass Lichtinformationen oder 10 Milliarden Lichtinformationen eigentlich die erste Bündelung an Informationen ist, zu Atomen und ein Atombewusstsein geschaffen haben. Und dass 10 Milliarden Atome letztendlich ein Zellbewusstsein geschaffen haben. Und 10 Milliarden Zellen sind die Größenordnung, die der lebende Mensch für sich hat. Und wenn 10 Milliarden Menschen jetzt ein neues Bewusstsein kreieren, was letztendlich auch alles im Spielball
der Bewegung von Licht ist, also auch die Bewegung der Planeten, sowohl der Erde selber als auch wie der Sonne und dem Mond und alles, was uns umkreist, wir ständig neuen Lichtbedingungen ausgesetzt sind und in denen wir uns eigentlich auch wohlfühlen dürfen. Und das Licht oder das Leben oder die Bewegung von Licht ist uns immer wohlgesonnen, weil Heilung ist ein Prozess, der von selber stattfindet. Und Spontanheilung haben die 20 spontanen Heilungsprozesse von Lourdes gezeigt, dass wenn man sich in das Jetzt, in dem bewegenden Jetzt, in dem ewigen Jetzt, sich wieder vereint oder einig wird, dass man auch spontan heilen kann und gesund wird. Und mit diesen Worten oder mit diesem Bild möchte ich mich dann auch verabschieden und wünsche jedem eine gute Zukunft und gute Selbstheilung. In Freude, in Harmonie und in Achtsamkeit. Guten Abend. Dann seid alle umarmt durchs Telefon und Internet. Und denkt dran, nächsten Samstag, 20.15 Uhr ist eine Möglichkeit und nächsten Montag wieder dann 19 Uhr, wie immer, die Wandelgespräche. Also wir haben Samstag und Montag als Möglichkeit, wer mag. Ja? Genau. Ja, dann tschüssi, bis bald. Ich werde jetzt die Aufnahme stoppen und dann tschüssi, liebe Zuschauer. Tschüss.